Hi, hier ist Andi von den Comic Cookies. Viel Spaß mit unserem neuesten Special. Cookies, Comic Cookies, lecker. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Manga Mochi Podcasts, dem Manga-Ableger der Comic Cookies. Ich bin Andi und wie immer, also schon zum dritten Mal bei den Manga Mochi mit dabei, natürlich die andere Hälfte der Manga Mochi. Hallo Lena. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich freue mich, dass es jetzt wirklich eine Serie ist und wir das einfach durchziehen. Finde ich geil. Ja, wir planen ja vieles. Wir haben jede Menge Themen. Ich wollte eigentlich heute nochmal nachschauen, wann die letzte Manga Mochi-Folge war. Das war ja die Ranma 1,5-Folge, ist ein paar Monate her. Aber nichtsdestotrotz, wir haben schon lange diese Folge hier geplant. Wir haben noch eine zusätzliche Person mit dabei, die mit dem zu besprechenden Projekt eng verbunden ist. Hallo Verena Maser. Hallo, endlich klappt es. Ich bin so, wow, aufgeregt und happy, hier sein zu dürfen. Ich glaube, Verena nicht, dass sie aufgeregt ist. Verena ist auch ein Podcast erfahren. Du warst ja auch erst dieses Jahr beim anderen Andi vom Telestammtisch in einer seiner Comic-Salon-Folgen mit dabei und war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon bei der Comic Invasion mit Lara? Ich glaube, war das letztes Jahr? Ja. Also dieses Jahr war es nicht, das weiß ich nur. Also nein. Dann war es letztes Jahr mit Lara und Carlos, weil du ja auch bei der Comic Invasion da mit eingebunden warst. Da habt ihr auch eine wunderbare Podcast-Folge dazu gemacht. Das heißt, an alle Hörenden da draußen, wenn ihr mehr von Verena und vom zu besprechenden Thema wissen wollt, dann seien euch diese Folgen noch mit ans Herz gelegt. Aber hauptsächlich besprechen wir jetzt heute mal in die Tiefe gehend die Manga-Reihe Das Land der Juwelen. Und Lena hatte mich vor einer ganzen Weile mal angesprochen und meinte, wir sollten auf jeden Fall auch mal eine Folge mit Verena zum Land der Juwelen machen. Verena übersetzt das Land der Juwelen und ist von daher natürlich prädestiniert, über diese Reihe zu reden. Kurzer Einblick hinter die Kulissen, warum wir diese Folge jetzt auch so lange vorbereitet haben und es noch eine ganze Weile länger gedauert hat als geplant, das aufzunehmen. Es sind 11 Bände, die ich alle erst noch lesen musste. Verena und Lena hatten die schon gelesen und ich natürlich noch gar nicht. Das hat ein bisschen sich gezogen, weil ich mir halt auch immer wieder was dazwischen gekommen ist. Dann ging es terminlich immer ein bisschen schwierig, dass wir alle drei gleich Zeit hatten, dann hat sie es auch noch mal wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Ich glaube, wahrscheinlich, keine Ahnung, haben wir jetzt ein Jahr an diesem ganzen Ding irgendwie rumgeplant. Also wir haben das auf jeden Fall mal in einem Stammtisch besprochen, die Idee, dass wir das machen konnten. Und ich glaube, da war es auch schon kalt und wir hatten Pullis an. Also scheint es echt ein Jahr gewesen zu sein. Ich glaube tatsächlich, Aber es ist ja eigentlich jetzt der perfekte Termin, weil Band 12 erscheint jetzt in 10 Tagen oder so. Also jetzt ist eigentlich so genau der richtige Zeitpunkt, um noch drüber zu sprechen, bevor ich den nächsten Band lese und euch spoilern könnte. Genau, also in Japan erscheint. Ja, richtig. Noch nicht in Deutschland, okay. Ne? Ja, genau. Sonst hätten wir so lange auch noch warten können. wunderbar. Also, genau, das ist die Reihe, die wir heute besprechen wollen. Gehen wir einfach mal direkt zum Thema und sagen mal kurz, was ist überhaupt das Land der Juwelen? Ich habe mal, wie immer, Wikipedia hergezogen. Das ist nicht besonders aussagekräftig und auch schon länger nicht gepflegt. Ich glaube, das endet damit, dass es heißt, seit bisher sind in Deutschland 6 Bände erschienen. Und wie wir gelernt haben, sind es ja 11. Top aktuell. Aber hier heißt es jedenfalls, das Land der Juwelen ist eine Manga-Serie von Haruko Ichikawa, die seit 2012 in Japan erscheint. Sie wurde ab 2017 als Anime-Fernsehserie adaptiert und ist ins Genre Science-Fiction einzuordnen. So weit, so wenig. Interessant. Interessantes Genre. Also ich meine, manche Zeichnungen sicherlich. Also so weit, so wenig aussagekräftig. Sagt einem jetzt wirklich noch nicht besonders viel. Also, fangen wir doch einfach mal an, damit das, ich denke, Verena, du hast ja jetzt schon häufig über diese Reihe gesprochen. Wie würdest du die pitchen? Was ist das für eine Manga-Reihe? Uff,
Ja, ich habe sie schon häufig gepitcht und jedes Mal denke ich mir so, ja, was sagst du jetzt eigentlich da am sinnvollsten darüber? Also können wir gleich am Anfang sagen, dass es mega Spoiler geben wird bis Band 11? Also ja, sehr, sehr gut, dass du sagst. Da ist meine Frage ganz kurz. Wollen wir wirklich alle 11 Bände hart durchsprechen von der Story her? Oder besprechen wir erst alles andere? Und falls wir die Story besprechen, packen wir das ans Ende, damit interessierte HörerInnen vielleicht sich noch die Bände kaufen, bevor wir irgendwie alles erzählen. Das Ding ist, ich glaube halt nicht, dass man die Reihe sinnvoll besprechen kann, ohne zumindest alles zu besprechen, was nach Band 6 und 7 passiert. Ja, fair. Fair, das stimmt also, schon. Ich würde auch sagen, also Spoiler-Gefahr und damit sind alle gewarnt. Ja, also. Kauft es euch trotzdem. Genau. ja, also. Okay. Dann sag mal, reiß mal ab, worum es da geht. Reiß mal ab. Also, es geht um einen fremden Planeten. Auf diesem Planeten gibt es einen einzigen Kontinent und auf diesem Kontinent leben lauter lebende Juwelen, angeführt von einer einzigen Lehrkraft. Und die Hauptfigur der Serie ist Phosphophilit. Phosphophilit, kurz Phos genannt, ist ein sehr zerbrechliches Juwel, allerdings voller jugendlich leichtsinniger Ideen im Kopf. Und Phos wünscht sich nichts mehr, als mit den anderen Juwelen zusammen zu kämpfen. Die Juwelen haben nämlich ein Problem, weil sie so hübsch und ja, schmuckmäßig sind. Werden sie angegriffen von einem sogenannten Mondvolk. Es gibt also 6 Monde um diesen Planeten herum und von irgendeinem von denen kommt dieses Mondvolk und versucht, die Juwelen zu zerstören und einzusammeln und auf die Monde zu entführen. Ja, das ist der Beginn der Serie. So funktioniert die Serie ungefähr bis Band 5, 6 rum. Das ist dann auch das Ende der Anime-Serie. Und danach ist es dann eigentlich mehr so eine Coming-of-Age-Story von Phos, würde ich behaupten, weil Phos entdeckt, dass es da so einige Geheimnisse gibt, die vorher nicht so ganz klar waren. Und Phos stellt also Nachforschungen an und stellt fest, dass das mit dem Mondvolk doch alles gar nicht so ist, wie das immer erzählt wurde. Und ja. Und dann gibt es viele, viele Änderungen an Phos Existenz. Kann man vielleicht das beschreiben? Ich bin schlecht. Existenz und Charakter. Ja. Und allem. Und Aussehen. Und allem. Und, ja, stimmt. Aussehen, krasse Veränderung, ja. Ja, ja. Genau, also diese Juwelen haben menschliche Form. Also sehen jetzt in den Zeichnungen erstmal wie ja, humanoide Lebewesen aus. Und, also sind jetzt nicht ja, Diamanten auf Beinen, sondern... Das wäre auch geil. Schon. Aber genau wie du sagst, also ist, sie zersplittern halt leicht und können aber auch wieder zusammengesetzt werden, wenn man diese Splitter entsprechend findet. Es entstehen auch zwischendurch neue Juwelen, die ja, leben auch quasi ewig. Also da werden diverse Jahrhunderte aberzählt in dieser Geschichte. Also man kriegt so einen Rückblick darauf, dass manche Sachen einfach schon 1000 Jahre her sind und dann auch innerhalb der Geschichte heißt es plötzlich so ein bisschen so nebenbei erzählt, erfährt man dann so, dass jetzt gerade 200 Jahre vergangen sind. Das ist echt hart, ja. Also das ist, ja. Und ja, also ich wenn man sich jetzt diese 11 Bände, die wir haben, anschaut und auch so mit den Veränderungen und Enthüllungen, die ihr gerade so ein bisschen mit angedeutet habt, geht es tatsächlich meiner Meinung nach schon so in Richtung so wie so ein großes Science-Fiction-Epos. Also ich bin jetzt kein großer Dune-Experte oder irgendwie sowas, aber so dieses, man hat so eine Hauptfigur, die eben, ja, Coming of Age habt ihr auch schon angesprochen, so eine große Entwicklung durchmacht und das auch zu großen, nahezu epischen Dramen kommt und man hat halt diese Kriegssituation und im Laufe der Geschichte erfährt man dann eben über die eine Seite und die andere Seite Dinge, die man am Anfang nicht gewusst hatte. Die Hauptfigur erfährt auch Dinge über die eigene Seite und die gegnerische Seite, die sie bisher nicht gewusst hat und dadurch ja, verändert sich dann eben auch der Charakter der Figur und wie ihr auch schon gesagt habt, das Äußere auch dadurch, dass ja teilweise Figuren, wenn sie dann mal
irgendwelche Gliedmaßen oder so verloren haben, teilweise auch aufgefüllt werden durch, ja, durch Juwelensplitter von anderen Juwelen. Und genau, und ja. Also von daher, ich denke schon, also dieses, also das ist schon sehr grob gefasst, was Wikipedia da macht, Science-Fiction-Genre, aber es ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich noch so dem am ehesten zuzuordnen, aber dann so dieser, ich denke so dieser Science-Fiction, die so näher am Fantasy-Epos ist, also eben sowas wie es Dune vielleicht ist, als es jetzt eben bei Star Trek ist oder so. Ja. Also eher Science-Fantasy anstatt Science-Fiction. Ja, so. Ich finde, Epos ist ein interessanter Begriff, weil ich mir tatsächlich auch heute noch mal überlegt habe, es hat ja keinen klassischen Erzählbogen, so wie man es in anderen Manga gewohnt ist, sondern die, also zum einen geht die Geschichte ja sehr langsam erstmal los und viele steigen auch schon bei Band 1 aus, weil es ihnen zu langsam ist. Aber es, also du hast dann so eine Art, du hast das Gefühl, du weißt, was der Plot ist und dann verändert sich alles. Ja. Und also dann geht's plötzlich in eine komplett andere Richtung. Und ich meine, ich bin da voll dabei, aber ich habe mir auch gedacht so, das ist nicht der klassische Erzählungsbogen, den wir in der Schule gelernt haben. Aber ja, von daher trifft's Epos ganz gut, weil wir haben ja auch Timeskips von Hunderten von Jahren, die aber an den Juwelen vorbeigehen wie nichts, weil sie ja unendlich leben können. Ja, finde ich spannend. Ich hätte es tatsächlich eher als Postapokalypse bezeichnet. Weil das ja auch schon in Band 1 so ein bisschen angedeutet wird, so, ja, es waren mal mehr Kontinente und es waren ja mal mehr Lebewesen auf dem Land. Und dann kamen Meteoriten und haben im Prinzip große Teile dieses Planeten rausgehauen. Und deswegen gibt es auch so viele Monde und deswegen gibt es nur noch einen Kontinent. Und das ganze Leben hat sich ins Wasser zurückgezogen. Und das klingt eigentlich für mich so nach Postapokalypse, selbst wenn es sich jetzt nicht nach einer klassischen Zombie-Postapokalypse oder so anfühlt. Ja, ich meine, zum Thema Epos fällt mir jetzt gerade so ein, es ist ja sehr religionslastig in dem Sinne, dass sehr viele Ideen aus dem Buddhismus eigentlich stammen. Und insofern frage ich mich jetzt gerade, ob es auch so ein bisschen, also von der Struktur her, an religiösen Epen irgendwie versucht anzuknüpfen. Aber ich würde auf jeden Fall auch das von dir unterstreichen, dass man irgendwie nie so wirklich weiß, in welche Richtung geht es gerade. Und also ich habe in Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich mir alle Bände nochmal durchgelesen und dachte mir so, wow, was da auch an Story abgedeckt wird in diesen 11 Bänden. Also das ist ja, ich hatte sehr viel vergessen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil wirklich so viel passiert. Das stimmt. Es gibt ja sowohl bei den Juwelen als auch beim Mondvolk auch so Führerfiguren, du hast jetzt vorhin Lehrer gesagt. Lehrkraft gesagt. stimmt. Da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Ja, wir müssen Pronomen, eigentlich gleich noch über den Elefanten im Raum sprechen. Ja, das hätten wir vorher gemacht. Weswegen auch die Übersetzung so interessant ist und wir die Verena auf jeden Fall dabei haben wollten. Also gut, dann machen wir das jetzt einfach schnell mal. Also, Verena, auch das hast du natürlich schon mehrfach erzählt, aber das wollen wir hier natürlich jetzt auch mal für diejenigen, die die anderen Podcasts nicht gehört haben, auch nochmal zusammenfassen. Was ist das Besondere an der Übersetzung vom Land der Juwelen, was das Pronomen angeht? Ja, das Besondere an das Land der Juwelen ist, dass die Figuren kein Geschlecht haben. Also wirklich canon-mäßig und die Autorin hat es auch schon in Interviews gesagt und es gibt einen Zusatzband zur Serie, wo das auch nochmal ganz explizit drin steht. Und im Japanischen ist das relativ einfach durchzusetzen, weil die japanische Grammatik braucht an sich keine Pronomen und braucht, also man kann sie benutzen, aber man muss nicht. Und das Deutsche, ja, wissen wir alle, ist sehr davon abhängig, dass alles irgendwie ein Geschlecht hat. Und deswegen haben wir uns in der Übersetzung dazu entschieden, das Neopronomen Xier zu verwenden. Und auch sämtliche anderen Begriffe, die irgendwie geschlechtlich definiert sind, wie zum Beispiel Lehrer, Lehrerin, ist bei uns dann also Lehrkraft, beziehungsweise mit dem Titel Magnifizenz. Das ist der Elefant im Raum sozusagen. Das ist natürlich auch. Und das, was ich noch anmerken will, das Besondere an den Xier-Pronomen ist ja, dass sie also wirklich aufs Deutsche ausgelegt sind und komplett durchdeklinierbar sind. Im Gegensatz zu anderen Neopronomen-Lösungen, die meistens recht simpel gelöst sind, aber dadurch auch
vielleicht nicht so schick. Und ich möchte noch schnell anmerken, die Neopronomen wurden von Ileana Heger entwickelt. Und das könnt ihr super easy googeln. Also einfach den Namen eingeben und Xier-Pronomen X-I-E-R. Und dann findet ihr das und könnt dazu auch noch mehr lesen, wenn ihr das spannend findet. Mindestens in den ersten Bänden, ich weiß nicht genau, wann es aufhört, aber in den ersten Bänden ist hinten drin auch immer eine Tabelle zu den Xier-Pronomen, dass man da, bis man sich eingewöhnt hat, im Zweifelsfall auch nachschauen kann, wie die sich eben genau durchdeklinieren. Und da ist ein Mini-Interview mit Verena ist im ersten Band hinten ja auch noch drin dazu. Also man ist da nicht auf sich gestellt und beim Lesen selber kommt man dann auch schnell rein. Also allerdings, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, man liest sich da zwar schnell ein, das führt aber nicht dazu, dass ich das jetzt halt frei selbst durchdekliniert anwenden könnte. Dieser Podcast ist jetzt der Test. Ja, nee. Mal schauen, ob du es schaffst. Schaffe ich das? Darum sage ich ja von vornherein, ich werde es nicht schaffen. Und im Zweifelsfall muss man sich dann bitte denken, dass ich die Hauptfigur meine oder den Charakter oder so, wenn ich dann... Oder das Juwel. Genau, oder so, ja. Also je nachdem, welches Pronomen ich benutze, dann eben bitte mitdenken, ich rede von der Figur, dem Charakter oder dem Juwel. Genau. Dann haben wir alles abgedeckt, glaube ich. Gut gerettet. Die Sache ist, dass der Vorteil bei Xier ist, dadurch, dass es so wenig Menschen selber gut durchdeklinieren können, hört eigentlich niemand, wenn du Fehler machst. Außer Illy vielleicht und jetzt auch Verena. Aber alle anderen denken sich... Aber die meisten denken sich, ah ja, Xier, okay, wird schon irgendwie passen. Ich muss zugeben, ich muss beim Übersetzen auch immer nachgucken, weil diese Deklination ist halt doch nicht so natürlich. Also ich habe sie nicht sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, deswegen muss ich mich auch mal rückversichern, dass ich es jetzt wirklich richtig gemacht habe. Ich glaube auch die richtige Form zu verwenden ist auch erst der zweite Schritt. An der richtigen Stelle dran zu denken, dass ich diese Form benutze, ist ja schon der erste Schritt. Ja, ich glaube, das ist die Stolperfalle. Aber ich muss sagen, seitdem ich Land der Juwelen gelesen habe, habe ich ein Gefühl für Xier-Pronomen entwickelt. Und habe tatsächlich auch so im Kopf, ich denke, dass jetzt diese Deklination dahin gehört. Und es stimmt auch meistens. Also tatsächlich, das ist jetzt meine Werbung für das Manga. Wenn euch Neopronomen interessieren, dann lest das, weil ihr lernt automatisch damit ein bisschen die Xier-Pronomen. Und tatsächlich habe ich ein anderes Buch gelesen, wo sie Xier-Pronomen, also mit S, benutzt haben. Das war so die Vorversion davon. Und da ist die Deklination anders. Und das hat mich beim Lesen richtig gestört. Das ist mir nämlich aufgefallen. Und ich bin das jetzt halt anders gewöhnt. Und ich will, dass das so bleibt. Sehr gut, sehr gut. Manga dient auch zur Spracherziehung, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Gut, vor diesem Intermezzo waren wir stehen geblieben bei den religiös angehauchten Elementen der Geschichte. Also wir hatten gesagt, es gibt wie so Führungsfiguren. Also beim Mondvolk gibt es einen Prinzen, der so der Anführer des Volkes ist, und dann eben die Lehrkraft bei den Juwelen, die ja von der Gestaltung her, von der Zeichnung her, auch dann an einen buddhistischen Mönch erinnert, mit so einer Robe und Glatzkopf. Und es gibt schon so Ikonografien, die ja an buddhistische, religiöse, teilweise vielleicht sogar auch hinduistische religiöse Bilder erinnern. Also gerade wenn so das Mondvolk angreift, hat mich das so ein bisschen auch an, aber auch da bin ich wieder nicht Experte genug. Also meine erste Assoziation war halt dann so ein bisschen mehr so weg aus Japan, eher so ein bisschen so Richtung anderen asiatischen Ländern, so hinduistische Statuen, Bilder aus Tempeln. Also so diese Ikonografie schwingt da schon auf jeden Fall mit, und ich denke auch gerade so gerade bei dem Mondvolk, das ist schon auch sehr... Das kennt man eben auch so aus der Fantasy, ne? Also gerade wenn es dann sowas ist wie Dune, was dann schon sehr nah eben auch an so einer, es gibt so Königsfamilien und wir kämpfen mit Schwertern und so so ein bisschen archaisch eben auch. Also schon, es ist Science Fiction, aber wir kämpfen mit Schwertern und Pfeil und Bogen und solchen Geschichten. Ne? Also
wo es dann eben doch näher an Tolkien ist als an Isaac Asimov oder so. Gut, von daher, ich denke, das haben wir so ein bisschen umrissen. Ihr beide, wie gesagt, habt das ja schon deutlich vor mir gelesen und davon ja auch immer begeistert berichtet. Was begeistert euch denn an der Reihe? Warum sollen Menschen das lesen, Lena? Tatsächlich sind es für mich mehrere Dinge. Was ich ganz witzig finde, und das ist ein großer Zufall, ist, es sind ja, die Hauptcharaktere sind alle Juwelen. Und mein erster Gedanke war, das ist ja wie in Steven Universe. Also Cartoon Network Serie, die jetzt vor einem Jahr oder zwei beendet wurde. Und ich glaube so 2016 oder vielleicht sogar früher losging. Und mein Gedanke war dann auch so, ist es irgendwie daran inspiriert? Was ist da los? Aber nein, im Prinzip, das ist so die Gleichzeitigkeit der Idee. Im Prinzip wurden beide Reihen so mehr oder weniger zeitgleich entwickelt, was ich super witzig finde. Aber ich habe mir gedacht, so, okay, mit Steven Universe habe ich eine gute Verbindung. Das finde ich schon mal irgendwie positiv und spannend. Dann hat natürlich Verena mir erzählt, dass diese Juwelen alle geschlechtslos sind und eben diese Xier-Pronomen benutzen. Und dann war ich daran auch interessiert, habe mir gedacht, okay, da hole ich mir auf jeden Fall mal den ersten Band, um zu schauen, wie sich das liest. Und was mir dann aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass der Zeichenstil, also man sieht zwar an den Augen so, ja, das ist Manga, aber der Zeichenstil unterscheidet sich, finde ich, schon stark von anderen Manga, die ich so gewohnt bin. Mhm. Gerade auch, was so Kampfszenen betrifft. Ich glaube, es werden überhaupt keine Speedlines benutzt. Irgendwie sieht alles eher so wie in der Zeit gefroren aus. Aber gut, ich gehe jetzt schon viel zu sehr ins Detail rein. Mir ist nur aufgefallen, so, es sieht visuell so ein bisschen anders aus. Und die Story war auch irgendwie ist da was anders als bei anderen Manga. Irgendwie erzählt sich das anders. Und ich fand zum Beispiel, dass diese Story recht langsam vorangeht, gar nicht irgendwie störend, sondern man hat sich so reinsaugen lassen in diese Welt und dann geschaut, was passiert und was entwickelt sich. Und dann kamen halt immer wieder so Plot-Twists und die haben mich dann bei der Stange gehalten. Also erst war so diese Neugierde, so, das ist anders, wie geht das voran, wie funktioniert das? Und dann kamen so Twists, wo ich mir dachte so, oh wow, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Wie wird es jetzt im nächsten Band weitergehen? Und jetzt bin ich am Haken. Und ich meine, jetzt habe ich 11 Bände gekauft. Irgendwie habe ich das Gefühl, so jetzt kann ich gar nicht mehr anders als weiterlesen. Verena, was begeistert dich? Also meine Faszination begann auch mit der Tatsache, dass es lauter geschlechtslose Juwelen sind. Das ist, die Faszination begann für mich eigentlich aus übersetzerischer Perspektive, so von wegen, wie kann man das auf Deutsch gescheit ausdrücken? Da war ich noch gar nicht die Übersetzerin der Serie. Ich habe das, glaube ich, Lara und Marco oder Markus? Carlos. Ja, im anderen Podcast erzählt. und dann waren es aber, glaube ich, auch die Zeichnungen, die mich bei der Stange gehalten haben, weil sie wirklich, also ich stimme Lena da total zu, die sind total anders als in Anführungsstrichen normale Manga. Sie sind sehr, also ich finde die Kontraste schwarz-weiß sind sehr viel härter als in vielen anderen Manga. Screentones werden sehr viel sparsamer eingesetzt, meiner Meinung nach. Mhm. Und auch, also diese Action-Szenen haben mich auch unglaublich begeistert. In späteren Bänden gibt es dann auch sehr viele unglaublich starke Einzelpanels, wo du wirklich denkst, so, boah, ich könnte das jetzt eine Stunde lang angucken, weil es irgendwie so krass ist. Und ja, die Unvorhersagbarkeit der Story ist, glaube ich, das, was mich inzwischen mit dabei behält. Oh Mann, ich kann kein Deutsch mehr, es tut mir leid. Sag's auf Japanisch. Ich das recht nicht. ich glaube inzwischen auch so, Mitleid mit Voss hält mich auch dabei. Oh ja.
Oh ja, Voss kriegt schon ganz schön ab, muss ich sagen. Irgendwie. Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, naja, egal, sorry, ich will dir gar nicht reinreden. Nee, aber immer so von wegen, ach Voss, ach nein, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? So, ach, ja. Ja, so am Anfang hat man Mitleid, weil Voss klein und putzig ist und später da hat man Mitleid, weil Voss schon so viel durchgemacht hat, so in etwa. Mhm. Die Rei erscheint ja bei Manga-Kult, das haben wir noch gar nicht erwähnt, in Deutschland, also dem Manga-Label von Cross-Cult. Ich finde das, ich weiß immer nicht, ob Manga-Cult oder... Das weiß, glaube ich, keiner. Ja, niemand, weil manche sagen Cross-Kult, manche kalt, sagen... Eigentlich müsste es Cult sein, weil es ja mit C geschrieben ist, aber ich sage auch immer Kult, also... Ja, also ich sage Cross-Cult und sage Manga-Kult. Finde ich gut. Ist auch. Genau, jetzt, Verena, du übersetzt ja auch noch natürlich weitere Reihen, sowohl für den Verlag als auch für andere Verlage. Du bist wahrscheinlich nicht von jeder Reihe oder von jedem Manga, den du übersetzt, gleich begeistert. Aber sticht da die Reihe wirklich raus, dass das noch mehr da auch dein persönliches Steckenpferd ist unter den Comics, die du übersetzt? Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also ja, nicht alle Manga-Projekte are created equal, wie man so schön sagt. Ja, es gibt Serien, die mag ich lieber als andere. Und ja, es stimmt, das Land der Juwelen ist so mein Favorit oder einer von zwei Favoriten, würde ich sagen. Zum einen eben, weil ich die Story so unglaublich, also weil ich die so unglaublich spannend finde und jedes Mal, wenn ich den Band, den neuesten durchhabe, denke ich mir so, ich will jetzt aber wissen, wie es weitergeht, verdammt nochmal, wann kommt der nächste Band raus, Hilfe. Das passiert mir selten. Ich meine, ich habe natürlich, also ich lese Manga seit den späten 90ern, ne? Ich habe schon sehr viel gelesen und es ist sehr schwer, mich vom Stuhl runterzuholen sozusagen oder aus den Socken zu hauen. Ja, und also es ist natürlich auch übersetzerisch eine große Herausforderung und solche Titel sind zwar anstrengend und brauchen mehr Gehirnschmalz als vieles andere, aber solche Titel mag ich auch unglaublich gerne, wenn ich weiß, oh, das fordert mich jetzt ein bisschen mehr als die x-te Highschool-Story, um es jetzt mal unfein zu sagen. Du hast gerade gesagt, du bist dann immer heiß auf den nächsten Band. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in Japan war jetzt, waren es 2 Jahre Pause jetzt zwischen Band 11 und Band 12? Ich glaube ja, 2010 ist der letzte raus. Ich weiß es alles schon gar nicht mehr. 2020 meinst du? Ja. Ja. Da siehst du, ne, so ja. Blob, ne? Corona-Blob. Ja, und soweit ich weiß, hat es angeblich auch irgendwie so storymäßig einen Hintergrund, dass so lange Pause war. Also sie hat ja echt erst jetzt im August, glaube ich, wieder weitergemacht oder Juni. Also so nach dem Motto, es hat schon fast niemand mehr dran geglaubt, dass es weitergehen könnte. Aber dann plötzlich kam per Twitter die Nachricht so, ja, es geht weiter. Oh Gott. Und jetzt gibt es schon Spekulationen, dass der nächste Band möglicherweise der vorletzte ist. Also ja. Ich bin ja froh, dass ich das mit dieser Pause nicht wusste, sonst hätte ich jetzt echt Panik bekommen, weil das hätte mich, glaube ich, unendlich gewurmt, wenn es da nie ein Ende gegeben hätte. Von daher bin ich echt froh, zum einen zu hören, dass jetzt die Pause vorbei ist und dass es weitergeht. Und selbst wenn es jetzt in 2 Bänden endet, wäre das auch für mich okay. Weil es ist auch besser, als wenn so eine Geschichte irgendwie über 100 Bände erzählt wird und nie endet. Aber huiuiui, also wir haben jetzt auch mit der deutschen Ausgabe ja komplett aufgeholt, was das Timing betrifft. Richtig, ja. Genau, da ist aber auch der 11. Band auch schon letztes Jahr erschienen, 2021. Jetzt weiß ich jetzt gerade nicht, in welchem Monat, das steht jetzt hier in der Ausgabe nicht drin, aber, doch hier, Juni 21, also auch deutlich über ein Jahr, was jetzt dazwischen liegt. Genau. Naja, gut so, weil sonst hättest du ja noch mehr zu lesen gehabt, Andi. Dann würden wir nächstes Jahr aufnehmen wahrscheinlich. Also lasst uns gleich dann mal noch tiefer in die Handlung einsteigen und auch warte, die warte, Moment. Du hast uns gefragt, warum wir das Band lesen und mögen und selber hast du dich vor der Frage bzw. der Antwort gedrückt. Nein, also das wäre natürlich, hätten wir das auch noch besprochen. Okay. Kein Thema. Also aber ich kann natürlich auch gleich was dazu sagen. Mir ist es schwer gefallen. Ich habe dies nicht
so in einem Rutsch lesen können und das hat mich auch nicht immer so angezogen, den nächsten Band zu lesen, wie das jetzt bei euch der Fall war. Also ich habe mich, also wenn es jetzt nicht für den Podcast gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht 11 Bände davon gelesen. Ich habe mir mit der Erzählweise schwer getan und ihr habt ja schon darüber gesprochen auch, dass es sehr langsam erzählt und so. Und das ist für mich aber auch nur ein Teil. Also das alleine wäre jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz mein Problem gewesen, sondern so eine Kombination aus, okay, es lässt sich teilweise sehr, sehr viel Zeit und dann kommen so große Momente, die mich dann auch überrascht und begeistert haben, wo dann so, ne, Band 5, 6, Band 10, 11 oder so, ne, wo so richtig große Dinge dann irgendwie auch passieren. Aber was es mir tatsächlich auch schwer gemacht hat, so richtig einzusteigen und so richtig drin zu sein und auch zu bleiben und auch, dass es mir auch im Kopf noch nachhalt und hängen bleibt, ist zum einen tatsächlich die visuelle Gestaltung. Also ich war gerade sehr erstaunt, als Verena gesagt hat, du findest die Schwarz-Weiß-Kontraste härter als in anderen Mangas. Ich finde, dass das Buch sehr grau ist. Also sehr, sehr, sehr verwaschen grau und teilweise, naja, nicht so richtig kontraststark und nicht so richtig gut zu erkennen ist, was so in einzelnen Paneln passiert. Ich finde manche Panel-Ausschnitte vollkommen unübersichtlich, wo ich quasi dann einfach nach einer Weile einfach nur noch drüber gehuscht bin, dann in späteren Bänden, weil ich dachte, okay, ich kann es sowieso gerade nicht entziffern, was da visuell in dem Panel ist. Und du bist ja niemand, der eigentlich über Panels drüber huscht, das muss man dazu sagen. Ja, also das ist so genau mein Problem. Also so das visuelle Erzählen hat mich da nicht so sehr angesprochen. Ich finde, die Figuren sehen sich doch sehr ähnlich, gerade die Juwelen, und haben Namen, die ich mir nicht merken kann, weil es halt keine geläufigen Namen sind, sodass es einem einfach nicht leicht fällt, dass man dann eben, okay, eins heißt Voss, eins heißt Cinnabarit, eins heißt so und so. Und dann muss ich mir auch noch, eine Frisur dazu merken, zu dem Namen, den ich mir nicht merken kann, muss ich mir eine Frisur merken, die aber auch nicht jedes Mal so unterschiedlich ist, dass es dann teilweise halt echt schwer ist. Also dann gibt es dann halt so ein paar Figuren, okay, die eine Figur mit den so richtig langen, dunklen Haaren, das kriege ich dann noch halbwegs hin, aber die anderen vier, die sich noch ähnlicher sehen und nur ab und zu auftauchen, kann ich dann irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Und also ich habe da wirklich visuelle Schwierigkeiten gehabt. Ich dachte, okay, kann man das Panel nicht so zeichnen, dass ich sehe, was da passiert? Im Moment sehe ich da nichts irgendwie. Und das ist mir zu häufig passiert. Und das dann eben gepaart mit, okay, 5 Bände lang passiert nichts und dann passiert was Großes, was dann interessant ist. Wenn es dann wirklich, wenn es dann auf den Mond geht und wir dann was über das Mondvolk lernen und die sind ja für die ersten Bände ja immer nur so diese angreifende, monolithische Figur, Macht irgendwie so, die nicht spricht, die sich nicht wirklich bewegt, außer dass da Pfeile rausschießen, erfährt man über die ja nichts. Und dann plötzlich sieht man die mal von ihrer Seite und erkennt, da sind echte Charaktere und eine Welt und eine Kultur und eine Sprache und so. Und da wird es dann interessant. Aber der Effekt ist natürlich auch umso größer, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich aber auch 4 Bände lang, ist halt wirklich nicht viel passiert. Die Welt ist halt auch so sehr einheitlich. Also ich weiß auch nie, wo die gerade sind, weil es gibt einen Strand, es gibt ein Innen. Aber ansonsten ist die Welt halt auch hauptsächlich grau und es gibt nicht viel zu sehen. Es gibt einfach so keine Anhaltspunkte. Ich finde, es gab teilweise schon interessante Erzählkniffe. Also was der Manga relativ häufig macht, ist, dass so Zeit- und Ortssprünge von einem Panel zum nächsten passieren, die man sich dann aber auch wieder nur in den Dialogen erschließen kann, weil es eben von den Zeichnungen her alles so gleich aussieht, dass man es nicht erkennt. Also ich muss mir dann in den Dialogen erschließen, das sind jetzt andere Figuren zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort als im Panel davor. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Also ich finde, da hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie besser voneinander zu unterscheiden ist und klarer, visuell klarer erzählt, dann wäre ich da mehr dabei geblieben. Also an sich so der Plot und die Charaktere und so dieser epische Aufbau und dann eben so diese
Dinge, die man eben so erfährt über die Entstehung der unterschiedlichen Welten und der unterschiedlichen Völker und wie die miteinander zusammenhängen und wie so deren Schicksal ist und all sowas. Das finde ich alles spannend, aber eben auf eine visuelle Art und Weise erzählt, wo es mir schwer gefallen ist, da richtig einzusteigen und auch mit Lust dabei zu bleiben. Ich finde es spannend, dass du... Sorry, Verena, mach du zuerst. Okay, ich verstehe deine Kritikpunkte. Gerade das mit dem Aussehen von den Juwelen ist tatsächlich beim Übersetzen auch nicht immer so ganz leicht, weil ich mir auch teilweise so überlege, wer ist jetzt das schon wieder? Und dann haben die ja teilweise Spitznamen und da muss ich immer aufpassen, dass ich die jetzt nicht selber verwechsle. Und dass einige Panels ein bisschen verwirrend aufgebaut sind, ja, das stimmt auch. Also ich glaube, das Land der Juwelen ist kein Manga, den man mal eben irgendwie an der Bushaltestelle durchliest. Also ich glaube, das ist einer, der extrem davon profitiert, dass man ihn langsam oder sogar mehrmals liest, was ich als Übersetzerin natürlich immer machen muss. Deswegen ist, glaube ich, mein Blick auf diesen Manga eh nochmal ein ganz anderer als von so einem Durchschnittspublikum, in Anführungsstrichen. Ja, also das mit den, wie die Figuren visuell aussehen, das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall noch genauer ansprechen will. Von daher, bin ich da mit euch total d'accord mit dem Kritikpunkt. Ich find's total spannend, Andi, dass du so eine ganz andere Sicht auf das Manga hast, was ich aber auch gut finde, dass wir mal so krasse unterschiedliche Meinungen haben. Das finde ich macht es spannender, als wenn wir, beide immer nur ein Manga anlechzen. von daher, glaube ich, wird es ganz spannend. Ich habe jetzt leider, also ich wünschte, wir hätten so ein visuelles Beispiel, was du gemeint hast mit, manchmal versteht man nicht, was auf den oder in den Panels passiert. Ich meine, es ist ein Podcast, von daher kann das Publikum jetzt eh nicht sehen, was wir irgendwie besprechen, aber ich weiß, was du meinst, aber ich habe jetzt selber auch kein konkretes Beispiel im Kopf. Was mir nur aufgefallen ist, dass auch die Hintergründe sehr stilisiert sind und das ist manchmal cool und manchmal ist es ein Problem. Also wenn man sozusagen sein Auge nicht auf diese Erzählweise, diese visuelle trainiert hat, dann ist es verwirrend, würde ich jetzt mal sagen. Aber zum Beispiel, ich glaube, ich habe nicht alle Folgen vom Anime gesehen, aber sagen wir jetzt mal, von 13 Folgen habe ich 10 gesehen oder so. Das war auch nochmal spannend, den Anime zu sehen, weil dann gewisse Abläufe, gewisse Kämpfe oder gewisse Dinge, die passiert sind, wurden mir klarer durch den Anime. Ja. Oder bei manchen Sachen habe ich mich auch gefragt, oh, wie lösen sie das in sozusagen einem dreidimensionalen oder animierten Raum? Weil für mich, also zum Beispiel wie diese Sonnenflecken, wo das Mondvolk erscheint, für mich waren das immer so zweidimensionale Dinge im Himmel und ich konnte mir nicht vorstellen, wie man das irgendwie anders visuell umsetzen kann. Da fand ich, hat der Anime nochmal einen Mehrwert gegeben, aber natürlich sollte man jetzt nicht den Anime brauchen, um das Manga visuell zu verstehen. Ich würde mal sagen, das Manga ist für Leute, die schon so ein bisschen im Lesen von Manga geschult sind und dann halt nicht irgendwie als Newcomer so total visuell überfordert werden. Was jetzt nicht heißt, Andi, dass du irgendwie Newcomer bist, weil du hast ja jetzt auch schon ein paar gelesen. Aber ich glaube, für jemanden, der noch nie einen Manga in der Hand hatte, ist es, glaube ich, noch mal ein Zacken härter. Ja. Es ist ja auch offensichtlich eine sehr erfolgreiche Reihe, sonst gäbe es ja jetzt nicht bald den 12. Band und eine Anime-Adaption. Also es scheint ja viele Menschen zu geben, die nicht die gleichen Zugangsschwierigkeiten haben wie ich. Und bei euch ist es ja offensichtlich auch so, dass ihr da, dass so die positiven Elemente bei weitem überwiegen gegenüber dem, was es mir eben so ein bisschen schwer gemacht hat, da so richtig dabei zu sein. Ich glaube, bei mir ist es wirklich hauptsächlich, wenn es ein bisschen eine andere optische Umsetzung hätte, die es mir leichter machen würde, von Panel zu Panel auch wirklich zu folgen und zu sehen, in jedem einzelnen Panel auch zu sehen, wer da gerade wo ist. weil, wie gesagt, von der Geschichte her, so von der Mythologie her, finde ich es ja wirklich doch auch,
auch spannend und auch so die Entwicklung von Voss, die ihr jetzt auch schon mehrfach betont habt, ist ja auch wirklich eine spannende. So, also gerade jetzt zwischen Band 1 und wo Voss dann in Band 11 ist, das ist ja schon eine wirklich eine krasse Entwicklung. Und nicht wiederzuerkennen, könnte man sagen. Ja, genau. Charakterlich und optisch nicht wiederzuerkennen, das ist absolut richtig. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich vorhin ansetzen wollte, also wo ihr ja schon gesagt habt, gerüchteweise kommen vielleicht nur noch 2 Bände oder so. Ich habe mich nach Band 11 tatsächlich gefragt, also es wirkt schon so, als würde es auf ein Ende hinauslaufen, was natürlich nichts heißen muss, also es können natürlich trotzdem nochmal 10 Bände dazukommen, aber es, an sich wirkt es so wie, okay, das könnte jetzt dann langsam zu Ende gehen und es würde wahrscheinlich Sinn machen. Dann lasst uns mal wirklich da ein bisschen noch tiefer eingehen und jetzt aber auch wirklich mal mit Spoilern über so die Geschichte, wie sie sich über diese 11 Bände entwickelt und wie sich Voss und auch andere Charaktere über diese 11 Bände entwickeln, mal sprechen. Verena, du hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, wie Voss am Anfang so als so ein bisschen naiv junger Charakter so ein bisschen daherkommen, so als das Juwel unter dieser Gruppe von Juwelen, das dem am wenigsten zugetraut wird, weil es das Weicheste, also es gibt so diese Mooshärte, diesen Mooshärtegrad, mit dem die verschiedenen Juwelen gemessen werden, und Forst ist das Weicheste und wird deswegen nicht in den Kampf geschickt, weil es zu leicht zersplittern würde. Und wo entwickelt sich Forst dann hin? Was sind so die nächsten Stufen und was sind so die nächsten Dinge überhaupt, die Juwelen und das Mondvolk und die Magnifizenz, die uns so erzählt werden? Wie gesagt, ich muss selber gucken, dass ich es zusammenkriege, weil so viel passiert. Also wenn wir jetzt bloß von Voss ausgehen, am Ende des ersten Bandes fällt diese Schnecke oder wie auch immer man sie nennen will, vom Himmel und frisst Voss auf. Dann wird Voss wieder eingesammelt, zusammengesetzt, kann sich dann mit dieser Schnecke unterhalten. Die Schnecke lockt Voss ins Meer, wo Voss dann vom Mondvolk überrascht wird und fast entführt. Im Zuge dessen verliert Voss beide Beine und bekommt als Ersatz dann aber von der Schnecke, was ist es, Achat und Schneckenpanzer, kann man es wahrscheinlich nennen, geschenkt. Und man muss ja noch dazu sagen, dass diese Juwelen kein Gehirn haben, sondern deren Erinnerungen sind im Körper gespeichert. Das heißt, wenn du halt ein Drittel von deinem Körper verlierst, wie jetzt Voss mit den Beinen, verlierst du halt auch ein Drittel von deinen Erinnerungen. Ja. Nur so, um die Dramatik nochmal zu unterstreichen. Aber erzähl weiter. Stimmt, ja. Dann sind wir da. Stellt Voss fest, oh, mit diesen neun Beinen kann ich ja super schnell rennen. Daraufhin lässt sich Magnifizenz brillant dazu überreden, Voss doch kämpfen zu lassen. Dann darf also Voss zusammen mit den Amethysten kämpfen. Das funktioniert, eher so mittelgut. Und dann kommt irgendwann der Winterschlaf. Ich weiß, ich habe irgendwas vergessen. Bitte korrigieren. Nee, das ist alles bis jetzt noch korrekt. Okay, gut. Also dann kommt der Winterschlaf. Voss stellt fest, oh, ich kann nicht mehr schlafen. Na gut, dann bleibe ich halt während dem Winter wach. Das machen die Juwelen normalerweise nicht, weil die Juwelen ernähren sich von Licht und während dem Winter gibt es halt kaum Sonnenlicht und deswegen halten die Winterschlaf. So, und im Winter erwacht aber ein weiteres Juwel, Antarktizit. Antarktizit braucht tiefe Temperaturen, um eine feste Form anzunehmen. Und die beiden haben nun die Aufgabe, das Treibeis kaputt zu schlagen. Und dieses Treibeis kann aber sprechen und überredet Voss dazu, sich beide Arme abbeißen zu lassen, was Voss tut. Und daraufhin suchen dann Voss und Antarktizit nach neuen Armen und finden eine Legierung aus Gold und Platin, die dann beschließt, an Voss kleben zu bleiben. Im Zuge dessen wird dann Antarktizit auf die Monde entführt und Voss bleibt zurück mit neuen Armen und neuen Beinen.
Und wie ging es dann weiter? Dann kommt dieser komische Hund, aber der ist, glaube ich, irrelevant für die... Ach ja, stimmt. Mhm. Ja, genau so. Und dann... Moment, was kommt denn als nächstes? Schon deutlich detaillierter, als ich es in Erinnerung habe oder jetzt auch erwartet habe. Oh shit. Ist ja vollkommen okay. Ich muss auch gestehen, ich habe in der Mitte Lücken. Also da, wo du jetzt gerade hängst in der Geschichte, hänge ich gerade auch. Also ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, was als nächstes passiert. Es kommt, also auf jeden Fall taucht jetzt Rauchquarz auf. Wir sind jetzt ungefähr da, wo der Anime endet. Also Rauchquarz kommt im Anime nicht mehr vor. So, und dann wird aus Rauchquarz und Voss, glaube ich, ein Team. Das war irgendwie so. Und Rauchquarz mag Voss aber eigentlich überhaupt nicht. Nee, da war doch auch was. Also die äußere Schicht mag Voss. Das innere Wesen mag. Ich war schon einen Schritt weiter. Ja, ich auch. Ich weiß jetzt auch, ja, ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, ist das äußere Rauch und das innere Phantom oder umgekehrt? Zuhörenden sind schon lange ausgestiegen. Ja, die sind so, what the fuck, ey. Ist das hier irgendwie so ein Esoterik-Juwelen-Podcast? Was geht da? Ja. Ich überspringe jetzt 1000 Sachen. Jedenfalls, das nächste, was passiert ist, ist, dass Voss den Kopf verliert, richtig? Mhm. Yes. Richtig. Und ja, das, genau, ist schon, so. Das ist schon ein krasser Punkt. Also stellt euch das mal vor. Voss hat irgendwie so schwarze Beine mittlerweile. Also normalerweise ist Voss recht grün, hat auch grüne Haare. Jetzt hat Voss schwarze Beine. Dann verliert Voss die Arme und hat jetzt so goldene Arme, die auch immer wieder schmelzen können. Und jetzt kommt der Punkt, wo halt Voss den fucking Kopf verliert. Also das, wo man denkt, dass es eigentlich einen Charakter ausmacht. Mhm. Genau. Und der Kopf wird ersetzt durch den Kopf von Lapis Lazuli. Also lange, blaue Haare, kann man sagen. Und Lapis Lazuli wurde auch zum Großteil vom Mondvolk entführt. Und was übergeblieben war der Kopf, der aber nicht mehr erwacht ist. Das heißt, dieser Kopf war einfach hunderte von Jahren in einer Holzbox gewesen. Mhm. Genau. Ja, und dann flüstert Lapis Lazuli dem Rest von Voss irgendwie ein, hey, wir könnten doch mal auf die Monde gehen. Irgendwie so war die Story. Ich habe so das Gefühl, dass es mittlerweile schwer ist zu sagen, was ist eigentlich Voss und was ist nicht mehr Voss. Also wo... Ja. Wo beginnt Voss und wo hört Voss auf? Und jetzt auch dieser Kopf, der wurde ja auf einen Körper gesetzt. Und bei den Armen und Beinen war es ja auch so, diese Arme und Beine, die haben einfach funktioniert wie die Arme und Beine von Voss davor auch. Und jetzt ist halt so ein Kopf da, wo man sich denkt, okay, der wurde auch auf den Torso gesetzt. Muss jetzt der Kopf auch einfach funktionieren und sieht visuell anders aus? Oder was ist hier los? Oder ist jetzt Voss einfach jemand ganz anderes oder sind das jetzt zwei Figuren, weil es sowohl der Kopf von Lapis Lazuli ist, als auch der Körper vom Voss? Also ich finde, da stellen sich irgendwie schon total viele Fragen, die in dem Sinne offen gelassen werden. Das ist auch eine sehr philosophische Frage. Ja, kennt ihr das Schiff des Theseus? Theseus war es, glaube ich. Das ist auch so ein philosophisches Gedankenexperiment. Und Voss erinnert mich daran. Also im Prinzip, Theseus geht halt mit einem Schiff auf Reisen. Und auf dieser Reise wird halt immer wieder an Häfen die Dinge, die an dem Schiff kaputt gegangen sind, ersetzt. Und am Ende von der großen Reise kommt Theseus nach Jahren wieder zurück in den Hafen. Aber das Schiff wurde einmal eigentlich komplett grundsaniert. Also keine Holzplanke, die bei der Abfahrt da war, ist am Ende noch vorhanden. Alles wurde nach und nach ersetzt. Und dann ist halt die große Frage, ist es immer noch das gleiche Schiff? Ist es immer noch das Schiff von Theseus? Und dann wird auf diese philosophische Frage eins draufgesetzt, und zwar... Stellt euch vor, Theseus ist auf dieser Reise und ersetzt immer wieder die Holzplanken durch neue. Aber jemand anderes sammelt die alten Holzplanken und baut daraus ein zweites Schiff. Welches ist jetzt das Schiff von Theseus? Und ich habe das Gefühl, so mit dem Land der Juwelen, ich weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, wird genau diese Frage gestellt. Also ist Voss eigentlich noch Voss? Aber ich finde, das ist eine Frage, die im, also
die kannst du mitlesen, der Manga geht darin aber eigentlich kaum ein. Also die Frage stellt sich innerhalb des Manga meiner Meinung nach oder nach meiner Lesart kaum. Ich würde sagen, sie stellt sich am Anfang kurz, weil ja Lapis Lazuli und Voss im Traum sozusagen aufeinandertreffen und sich auch miteinander unterhalten. Aber ja, ich würde zustimmen, je weiter die Story dann geht mit Lapis Lazuli, Voss oder wie auch immer man das dann nennen will, stellt es sich weniger. Ich würde allerdings tatsächlich nicht ausschließen, dass es nochmal aufgegriffen wird. Okay, dann sind wir jetzt storytechnisch. Wir hatten jetzt gerade einen kleinen Exkurs. Wir sind an dem Punkt, dass die neue Voss-Lapis-Lazuli-Mischform beschließt, okay, wir gehen jetzt mal, oder ich gehe jetzt mal auf den Mond oder die Monde. Und da beginnt ja dann irgendwie der nächste Twist, wenn du erzählen magst, Verena. Ja, auf dem Mond lernt Voss dann also den sogenannten Prinzen kennen, wobei Prinz jetzt nicht im Sinne von Prinz von England zu verstehen ist, sondern mehr so, ja, ich bin halt der Wichtigste, deswegen nennen mich alle Prinz. Und irgendwie die Figur mag auch irgendwie ihren eigenen Namen nicht, deswegen sollen alle immer nur Prinz sagen. Ja, und mit diesem Prinzen schließt Voss dann eben einen Pakt, weitere Juwelen auf die Monde zu holen. Deswegen muss Voss natürlich wieder zurück auf den Kontinent mit den übrigen Juwelen. Und um Voss zu überwachen, wird das eine Auge ausgetauscht gegen eine Perle vom Mond. Also ein weiterer Ersatz von Körperteilen. Ein weiterer Ersatz von Körperteilen, ja. Und ich glaube, das war der Ersatz sozusagen. Lass mich mal durchrechnen. Wir haben Voss, wir haben das Muschelachat, wir haben die... die Goldlegierung. Wir haben Lapis Lazulis Kopf und wir haben die Perle. Ja, genau. Ja. Die Sache ist, was mich umtreibt, ganz kurz, die Beine von Voss sind immer noch irgendwo auf dem Meeresboden. Theoretisch sind die nicht verloren, man müsste sie nur wiederfinden. Aha. Und das ist etwas, das treibt mich so ein bisschen um. Aber ja, egal. darf ich euch, was ich auch nicht wusste, was ich erst im bisschen Recherchieren für diesen Podcast rausgefunden habe, ich glaube, diese Zusammensetzung von Voss hat auch wieder einen buddhistischen Hintergrund. Es gibt nämlich ein buddhistisches Sutra, in dem die Rede ist von einem siebenlagigen Juwel. Oh. Muss ich das mal eben raus? Ja, dachte mir auch so, oh mein Gott, wenn ich das vorher gewusst hätte. Mensch, Leute. Jetzt muss ich mal eben gucken. Genau, und zwar dieses siebenlagige Juwel siebensortige Juwel. Es gibt zwei verschiedene Varianten, aber die eine passt ziemlich gut auf Voss. Das ist nämlich besteht aus Gold, aus Silber, aus Lapis Lazuli, aus Kristall, aus Muschelschale, aus Koralle und aus Smaragdgrünem Smaragdhaar. So. Hey, das heißt, was fehlt? Es fehlt der Kristall und das Silber, oder? Ja, und ich meine, zu dem Kristall habe ich eine Vermutung, was das sein könnte. Also. Und ich meine, man könnte natürlich argumentieren, so von wegen, naja, diese Legierung ist ja Gold und Platin ist auch so silberfarben. Also haben wir jetzt schon die Endform von Voss fast erreicht, sozusagen? Krass. Ist das, worauf es hinausläuft? Spannend. Also, das finde ich jetzt witzig, weil was mir eben beim Storytelling so aufgefallen ist, so im ersten Band wird ja so eine Beziehung zwischen Voss und helf mir aus, wie heißt das giftige Juwel? Zinnabarit. Genau, da wird ja so eine Art Pakt oder Beziehung zwischen den beiden etabliert, wo man sich denkt, okay, die Story dreht sich darum, dass Voss Zinnabarit hilft und da eine befriedigende Lösung findet. Und dann ist es etwas, was komplett in den Hintergrund rückt und Voss ja sogar vergisst, also Voss vergisst das Versprechen, das Xier gemacht hat, weil Voss die Beine verliert. Und damit die Erinnerung daran. Und danach passieren ja auch diese ganzen Twists, über die wir geredet haben. Das heißt, diese Geschichte ist für uns
gerade jetzt im Westen, christlich dominierter Westen, irgendwie total unvorhersehbar. Aber ich frage mich gerade, wenn jemand mit buddhistischen Lehren aufgewachsen ist, ob die Person dann das alles irgendwie sofort erkennt und sich denkt, oh klar, das ist doch irgendwie eine Fabel zu der und der Geschichte. Und das wird auf jeden Fall bei Voss irgendwie da und darauf hinauslaufen. Also das finde ich jetzt gerade spannend, dass ich so das Gefühl habe, oh, ich finde die Geschichte so spannend, weil ich mal nicht weiß, wie es enden wird. Was man halt irgendwie, wenn man so viel Geschichten konsumiert hat, hat man das Gefühl, man weiß es irgendwann. Also so diese Hero's Journey kennt man ja dann. Und hier ist es eben für mich anders. Aber gleichzeitig liegt das vielleicht echt dann irgendwie am Kulturkreis, dass nicht sich eine asiatische Person mit eben buddhistischer Erziehung denkt, so, ja, keine Ahnung, voll vorhersehbar, basic oder so. Ja, wobei ich glaube, so das durchschnittliche japanische Publikum hat vom Buddhismus so tief jetzt auch nicht die Ahnung. Also das Sutra, woraus ich jetzt gerade zitiert habe, das ist, glaube ich, auch eher eines der Unbekannten. Das ist nicht das Lotus-Sutra zum Beispiel. Mir fällt bloß gerade auf, von wegen, wo du Cinnabarit erwähnst, aus Cinnabarit strömt ja immer Quecksilber aus. Da hätten wir jetzt auch mehr das Silber drinnen, ne? Also vielleicht kommt ja in die Richtung noch was. Ja, das Quecksilber ist ja hochgiftig und verätzt ja die anderen Juwelen. Da ist die Frage, ob sich das am Ende noch mit Voss kombinieren lässt. Aber wäre natürlich spannend, wenn irgendwie vielleicht diese zwei Juwelen miteinander verschmelzen, weil es ja auch so ein bisschen dann den Anfang wieder aufgreift, wo Voss ja eine Lösung finden wollte für Cinnabarit. Weil Cinnabarit hat nämlich die Nachtwache sozusagen, also für das Podcast-Publikum zum Verständnis. Cinnabarit hängt nicht mit den anderen Juwelen ab, sondern lebt einsam und allein in der Höhle, weil es halt so hochgiftig ist für die anderen und halt deren Oberflächen verätzt. Und hält halt Nachtwache, obwohl das Mondvolk nie nachts angreift. Also im Prinzip ist diese Nachtwache nur eine Beschäftigungstherapie. Und Voss verspricht Cinnabarit eben, eine sinnvolle Aufgabe zu finden. Und also für Cinnabarit. Und vergisst das dann aber nach 3 Bänden. Ach, Voss. Genau. Ja. Wir sind jetzt aktuell immer noch ungefähr in der Mitte, ungefähr bei der Hälfte von diesen 11 Bänden jetzt. Immer noch? Nee, Moment, wir sind jetzt ungefähr bei Band 8. Na gut, also dann sind wir ein bisschen drüber. Also, okay, ein bisschen drüber. Perle, also, Perlenauge, da waren wir stehen geblieben. Genau. So, was passiert jetzt? Forst geht zurück auf den Planeten, überredet. Moment, wen überredet Xier denn? Diamant, gelber Diamant, Benito, eins von den Amethysten und Padparadscha nehmen sie einfach mit, weil Padparadscha hat Löcher und deswegen, die sind nicht aufgefüllt, deswegen kann Padparadscha sich normalerweise nicht bewegen. Deswegen wird Xier einfach mitgenommen auf die Monde. Ja, und die übrigen Juwelen bleiben zurück und wissen nicht, wie ihnen geschieht, beziehungsweise sind total misstrauisch, weil sie dem Mondvolk aus guten Gründen natürlich nicht über den Weg trauen. Ach so, genau, ja, und Rauchquarz, Phantomquarz, ja. Dieser Quarz jedenfalls kommt auch mit, gezwungenermaßen. Ja. Und dieser Quarz stellt dann auf den Monden fest, das funktioniert so, das waren eigentlich mal 2 Schichten Quarz, sozusagen die äußere Schicht und die innere Schicht. Dann ist die äußere Schicht abgeplatzt und wurde vom Mondvolk entführt. Und die innere Schicht blieb zurück. Und die innere Schicht stellt jetzt auf den Monden fest, ich wurde ja immer nur von der äußeren Schicht gelenkt. Also sogar, dass ich Voss beschützen will, wurde mir bloß von der äußeren Schicht eingeredet. Und der Prinz des Mondvolks erklärt sich bereit, den letzten Rest von der äußeren Schicht zu entfernen. Und daraufhin entdeckt die innere Schicht sozusagen ihren freien Willen und verliebt sich in den Prinzen. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen will. Diese Beziehung zwischen den beiden erschließt sich mir irgendwie nicht. Aber sie haben irgendwie eine Beziehung zueinander. Also, irgendwas, ja, sie heiraten auch, aber also ob das man das wirklich Liebesheirat nennen will, das sei jetzt auch wieder dahingestellt. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir können es als Liebesbeziehung hinstellen, es wird so angedeutet, aber es wirkt von außen nicht so wie wir uns eine klassische Romanze vorstellen. Ja. Sagen wir mal so. Ja.
Vielleicht ist es eine queer platonic relationship. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch nur Kalkül. Wir wissen es nicht. Gut, also sie schmusen zumindest, die Übersetzung mir sagt. Ich meine, Geschlechtsteile haben sie ja nicht. Das geht ja schlecht. Was mir nicht ganz klar geworden ist in der Beziehung, und ich weiß nicht, ob ihr darauf eine Antwort habt, wenn es dann so Richtung Ende dieser 11 Bände geht, erzählt der Prinz ja so verschiedene Sachen und er sagt auch sowas wie, ich fand dich schon interessant, bevor du auf den Mond gekommen bist. Also da wird irgendwie was angedeutet, dass der Prinz schon ja deutlich früher mehr wusste über verschiedene Figuren. Also es gab so ein paar Anklänge, wo ich dachte, soll mir das jetzt sagen, dass der Prinz vielleicht noch mehr manipuliert und inszeniert hat im Vorfeld, also dass das so ein Reveal ist, dass viele Dinge, die wir jetzt bis dahin dann erlebt haben, er quasi so ein bisschen als Puppenspieler schon irgendwie angeregt oder inszeniert hat, oder sollst du mir das nicht sagen? Also das ist mir nicht ganz klar geworden. Versteht ihr, was ich meine, und habt ihr da eine Antwort drauf? Verena, du bist Übersetzerin, du bist klüger als ich. Beantworte du mal. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also ich habe ja, wie gesagt, die ganzen Bände jetzt nochmal durchgelesen und dachte mir so, beziehungsweise ich denke mir auch beim Übersetzen zwischendrin manchmal so, habe ich jetzt irgendwas überlesen? Da steckt doch mehr dahinter, aber was genau? Also ich glaube, es wurde immer noch nicht so ganz erklärt und ich persönlich traue dem Prinzen auch immer noch nicht über den Weg, weil ich auch glaube, dass da irgendwas noch kommt. Ich weiß bloß nicht was. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das mit diesem siebenlagigen Juwel sozusagen schon länger geplant war, möglicherweise. Aber ob dem wirklich, also ich meine, am Schluss sind sie ja auf diesem kleinen Mond und steigen in diese Höhle hinab. Und ich glaube, auf dem Grunde dieser Höhle dürfte wahrscheinlich eine Eisschicht sein oder eine Kristallschicht. Und dann hätten wir nämlich den Kristall aus dem siebenlagigen Juwel. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, weil wenn er das alles gewusst haben sollte und wenn das alles schon so lange geplant war, dann denke ich mir, war das vielleicht ein sehr umständlicher Plan, beziehungsweise es passt nicht so ganz zu dem, was er an einigen anderen Stellen sagt. Also das würde ich dann auch echt, also wenn das irgendwie der Reveal ist, wäre ich, glaube ich, so ein bisschen genervt davon, weil ich hasse es, wenn Leute dann sagen, haha, ich hatte einen Masterplan, und dann liest du oder schaust du dir den Film, das Buch, was auch immer nochmal an, und dann merkst du so, dieser Masterplan hat so viele Lücken, wo etwas hätte schief gehen können oder anders passieren können oder es hätte eine einfache Möglichkeit gegeben. Sowas finde ich dann immer furchtbar, wenn man einfach nur unberechenbar sein will als irgendwie Autorin, um unberechenbar zu sein. Also ich hoffe, dass das nicht der Reveal ist, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es zu einfach wäre. Also ich glaube, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Ich muss aber sagen, also zu dem, was du gesagt hast, Andi, mit diesen Andeutungen, ich finde, das passiert total oft so in Manga und Anime rein, dass so Dinge angedeutet werden, die du in dem Moment einfach nicht verstehen kannst. Und sich dann erst irgendwie ergeben, wenn du das Ende kennst und dann nochmal irgendwie alles von vorne durchliest oder anschaust und dann denkst du, das war damit gemeint. Und ich finde das so ein bisschen frustrierend, weil es halt so oft benutzt wird, sowas, so Andeutungen, dass ich das mittlerweile total ignoriere. Also wenn so eine Andeutung kommt, die ich nicht verstehe, denke ich mir so, ja, dann soll ich es halt nicht verstehen. Und dann ignoriere ich das. Von daher, das, was du da erzählt hast, habe ich schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Also ich könnte das als Übersetzerin. Es gibt so einen Moment, also um jetzt da noch ein paar Lücken noch mit zu schließen, was so diese verschiedenen Völker angeht. Also wir lernen ja im Laufe der Zeit irgendwann, also es gab die Menschen und die Menschen sind irgendwie mehr oder minder ausgestorben und irgendwie haben sich dann eben daraus aber auch das Mondvolk entwickelt und die Juwelen und dann eben noch diese, heißen sie Admirabilis oder so ähnlich, diese Unterwasserwesen, die stammen irgendwie, aber irgendwie alle von den Menschen auch ab. Wir lernen, dass das Mondvolk eigentlich ja quasi ins
ins Jenseits aufgehen will, also eigentlich zu nichts werden will, und dafür aber die das Magnifizenzbrillant, lernen wir, ist eigentlich eine Gebetsmaschine, die die Menschen gebaut und hinterlassen haben, die eigentlich beten sollte, und dann könnte das Mondvolk eben ins Nichts gehen und zu nichts werden, aber Magnifizenz ist irgendwie kaputt und betet deswegen nicht und hat irgendwie einen Narren an den Juwelen gefressen und hat sich deswegen dann irgendwie so zur Aufgabe gemacht, die Juwelen irgendwie zu behüten und zu beschützen, und das Mondvolk möchte eigentlich nur, dass diese Maschine wieder das tut, was sie ursprünglich tun soll, und betet, und das wird alles auch Voss erklärt, und Voss macht sich dann zur Aufgabe, eben wieder diese Maschine quasi wieder zum Beten zu bringen, und ja, das Mondvolk bereitet sich darauf vor, wenn das dann klappt, dass wir dann endlich ins Nichts gehen können. Und dann gibt es eben so eine Stelle, die Rauchquarzfigur oder Quarzfigur, ich weiß jetzt gar nicht mehr, sagt dann, ja, ich will auch mit ins Nichts gehen, weil, also ich habe so das Gefühl, in dieser Beziehung zwischen den beiden, also von Juwelenseite scheint es eine innigere Liebe, nennen wir es mal so, zu sein, als es jetzt von Prinzenseite her ist. Und das Juwel möchte da eben mit ins Nichts gehen und sagt dann irgendwie so, ich klammer mich einfach ganz fest an dich dran, wenn du zu nichts wirst, und dann werde ich auch zu nichts. Und dann gibt es so eine Stelle, wo der Prinz irgendwie sagt, naja, wir drei Völker stammen sowieso alle von den Menschen ab, das heißt, wir gehen irgendwie alle ins Nichts. Oder ich habe da was falsch verstanden. Und das war dann zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, du sagst jetzt halt Sachen, die du vorher nicht gesagt hast. Das klingt irgendwie so ein bisschen, wie du hättest von vornherein sowieso mehr gewusst und das Ganze eben auch mehr inszeniert, als wir es bis zu dem Punkt gewusst haben. Aber dann, ja, gibt es eben so Reaktionen von anderen Figuren und so andere Elemente in der Geschichte wieder, wo ich mir dann wieder nicht sicher bin, okay, lese ich das jetzt, oder soll ich das jetzt tatsächlich so rauslesen, oder interpretiere ich jetzt da in einen Satz mehr hinein, als da eigentlich sein soll? Kurzer Einwurf zu diesem zu nichts werden, das ist natürlich auch wieder eine buddhistische Idee, von wegen ins Nirvana eingehen und dann sitzt du auf der Lotusblüte und sonst ist nichts mehr sozusagen. Genau. Irgendwie so, also, die Buddhaschaft erreichen ist ja im Prinzip so ein Zustand, dass sich nichts mehr wünschen und irgendwie genau. Im Reinen sein mit allem. Zum Verständnis vielleicht noch, Haruko Ichikawa, die Autorin, ist auf eine buddhistische Schule gegangen. Und, aha, das erklärt einiges. und ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, welche von den verschiedenen buddhistischen Schulen, die es in Japan gibt, aber jedenfalls ist diese buddhistische Schule, die buddhistische Sekte, also nicht Sekte im Sinne von Sekte, sondern Konfession des Buddhismus, sagen wir mal so, die sagt, dass der Himmel wohl ein Land aus Juwelen wäre oder so. Und sie hat gemeint, das hätte sie inspiriert dazu, eine Story über ein Land der Juwelen zu schreiben. Also das stand in einem Interview, was sie gegeben hat. Das gibt dem Titel ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, deswegen, ich habe das auch erst relativ spät erfahren und dachte mir dann so, hätte ich jetzt vielleicht die ersten Bände anders übersetzt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Also es steckt schon mehr drin, als man glauben sollte. Aber um auf Andis Frage zurückzukommen, also bei der Aussage von wegen, wir werden alle zu nichts, dachte ich mir auch so, also dir traue ich wirklich nicht über den Weg, weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, warum du es Voss nicht gesagt hast, weil wenn Voss das wüsste, würde Voss sicherlich nicht tun, was du von Xim willst. Ich glaube aber irgendwie auch so, dass der Prinz vielleicht auch nicht alles weiß, also dass es vielleicht noch eine Schicht gibt. Ja, das ist auch so eine gute Frage, ne? Also ich muss sagen, also für mich macht Sinn, um das auch nochmal zu erklären, also im Prinzip gibt es jetzt diese drei menschenähnlichen Wesen, die Juwelen, das Mondvolk und eben diese Wesen im Wasser. Und die Juwelen sind sozusagen die Knochen der Menschen, die Wasserwesen sind das Fleisch der Menschen. Die sterben auch, im Gegensatz zu den Juwelen. Und das Mondvolk sind sozusagen die Seelen der Menschen. Und ich meine, für mich macht es Sinn, dass irgendwie das Mondvolk, wenn für sie gebetet wird, dass sie in dieses
in diesen Nirvana-Zustand kommen können. Mhm. Aber warum sollten dann die Knochen verschwinden? Also ja, das ist auch sowas, das hat der Prinz doch Quarz, also für mich war das so, ach, das sagst du dir doch jetzt Quarz nur, um Quarz zu beruhigen, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ich verstehe schon, was ihr meint mit dem Misstrauen vom Prinzen, aber gleichzeitig misstraue ich ihm gar nicht so sehr. Also ich habe halt das Gefühl, er hat ein Ziel und er würde halt jedes Mittel einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Aber ich zweifle jetzt nicht an dem Ziel, das das Mondvolk hat, was einfach ist. Also im Prinzip, das Mondvolk hängt halt seit Ewigkeiten jetzt auf dem Monden fest, um das nochmal zu erklären, und sind halt in so einem Zustand, wo sie zwar irgendwie lebendig sind, aber eigentlich auch nicht. Und sie würden halt, also irgendwann hast du halt alles gemacht, wenn du ewig lebst. Und die würden halt ganz gerne jetzt mal ihre Erlösung finden. Und ich finde auch witzig, dass sozusagen die Menschen eine Gebetsmaschine gebaut haben mit dem Gedanken, wenn der letzte Mensch stirbt, gibt's ja niemanden mehr, der für diesen Menschen betet. Deswegen brauchen wir eine Gebetsmaschine. Sozusagen irgendwie um diese Lücke in der Religion zu füllen. Das fand ich irgendwie eine spannende Sache. Finde ich aber auch spannend, dass irgendwie die Maschine defekt ist. Also irgendwie finde ich das ganz witzig. Aber ja, ich vertraue dem Prinzen, oder ich misstraue dem Prinzen, glaube ich, nicht so wie ihr. Aber vielleicht bin ich auch einfach blauäugig. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit auch mit der Figur, dass es mir vom Erzählerischen her nicht klar ist, wie ich die Figur jetzt einschätzen soll. Also wo ich das Gefühl habe von manchen Sätzen her, soll ich der Figur jetzt misstrauen oder verstehe ich es falsch? Also soll ich, also da fühle ich mich als Leser irgendwie so in der Schwebe, dass mir die Aussage, also dass ich entweder zu viel reininterpretiere in diese Sätze oder es einfach nicht so richtig verstehe. Aber es ist offensichtlich, also in unserem Dreiergespann merken wir, es ist in gewisser Weise eben auch unklar, dass wir uns auch alle nicht ganz sicher sind, wie wir das jetzt zu interpretieren und einzuschätzen haben. Ich glaube durchaus, dass das so gewollt ist, beziehungsweise ich glaube, dass das auch was sein könnte, dass wenn die Serie vorbei ist und man alles nochmal von vorne liest, dass sich dann plötzlich Sachen klarer werden. Also das denke ich auch, und das ist aber auch so typisch für manche Mangareien, muss ich sagen. Also vielleicht bin ich deswegen so unkritisch, weil ich mir denke so, man darf nichts verstehen, das ist so gewollt. Okay, ich lese einfach weiter und zerbreche mir dann nicht mehr den Kopf darüber. Aber ist das nicht, also ich, der jetzt ja gerade so lange Reihen wenig bis gar nicht liest, ich finde das sehr frustrierend, sich zu denken, ich weiß gar nicht, wie viele Bände das werden, ich lese jetzt einfach mal alle unkritisch. Und wenn es fertig ist, lese ich es nochmal, vielleicht macht es dann Sinn. Das ist ja nicht nur mit einer Reihe. Also es gibt dann ja viele von so einer Sorte. Also, naja, es ist ja nicht so, dass jetzt gerade überhaupt nichts Sinn macht. Es sind nur so offene Fragezeichen. Und ich glaube, ich habe einfach gelernt, mit diesen Fragezeichen zu leben. Aber was ich immer mache, wenn ein neues Band rauskommt von Das Land der Juwelen, ist nochmal das Letzte, mindestens das Letzte oder nicht sogar das Vorletzte zu lesen, um nochmal irgendwie meine Erinnerung aufzufrischen. Zum einen, weil da so viele Lücken drinnen sind, aber zum anderen, weil halt irgendwie diese Story auch so anders ist als andere Dinge, die ich gewohnt bin, dass man auch schon wieder sehr viele Details schnell vergisst. Ja. Aber ja, dadurch, dass ich es immer wieder lese, erinnere ich mich dann vielleicht besser an Sachen. Ja, ist für mich auf jeden Fall okay. Also ich kann diese Ahnungslosigkeit, glaube ich, ganz gut aushalten, sagen wir mal so. Gehen wir mal noch so ein bisschen wo Voss dann endet. Also wir sind ja noch gar nicht bei der letzten Stufe, die wir jetzt zumindest bisher kennen, von Voss angelangt. Voss wird ja noch zu einem sehr extremen Charakter dann gegen Ende dieser 11 Bände zumindest. Stimmt, ja. Oh Gott, wie war denn das? Der Quarz und Prinz heiraten. Quarz nennt sich dann ab sofort Prinzessin. Wie war denn das dann weiter? Dann sagt Voss, ich gehe wieder auf die Erde, weil ich Brillant dazu bringen will, endlich zu beten. Und dann wird Voss von den versammelten Juwelen auseinandergenommen und auch irgendwie
verbuddelt und keine Ahnung und dann dauert es ewig. Ja, nicht nur verbuddelt, sondern jeder Teil wird halt woanders verbuddelt. Ja, genau. Genau. Also genau. Das ist schon echt hart und man muss dazu sagen, die kannten sich früher alle mal, die haben hunderte von Jahren alle zusammen gelebt und jetzt sind sie so, jo, wir zerteilen Voss einfach und verbuddeln Voss irgendwo, damit keiner mehr die Einzelteile finden kann. Also das ist schon echt hart, muss man sagen. Okay, continue, go on. So, und dann brillant schafft es dann während irgendeinem Winterschlaf von den Juwelen Voss wieder zusammenzusetzen. Und Voss bringt brillant dann fast dazu zu beten, aber dann gibt es irgendwie einen Unfall oder sie werden angegriffen, eins von beiden, aber jedenfalls, ja, das klappt wieder nicht. Oh, wie ist denn das? Und dann zersplittert wieder Voss in alle Einzelteile und wird in Einzelteilen zurück auf den Mond gebracht. War das das? Andi, aber jedenfalls. Also, im Detail weiß ich das jetzt auch gerade nicht mehr. Also an sich sehr gut. Generell die Voss-Figur auch visuell eine sehr splittrige Angelegenheit gegen Ende. Also es ist ein nicht wiederzuerkennendes, fast schon monsterartiges Wesen, sehr, sehr schwarz gezeichnet. Der Kopf vielleicht sogar auch auf dem Kopf, also verkehrt rum auf dem Körper sitzen. Das ist etwas, was mir visuell auch nicht 100% klar geworden ist. Stimmt, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre der Kopf tatsächlich auch verdreht. Und es wirkt tatsächlich wie so ein, fast schon wie so ein Xenomorph-Alien-Monster. Und das Visuelle repräsentiert tatsächlich auch so das Charakterliche in dem Moment, wo das Voss auch wirklich so eine eindeutige Mission hat und die auch aufs Härteste erreichen will und wirklich zu so einem sehr, sehr aggressiven, kriegerischen Wesen geworden ist mit der Mission, ich bringe diese Maschine zum Beten. Kostet es, was es wolle und es gibt dann ja auch noch diverse Kämpfe, nicht nur mit Voss, sondern auch zwischen anderen Juwelen, also Juwelen, die auf dem Mond waren und Juwelen, die auf ihrem Ursprungskontinent waren. Also da zerlegen sich ja noch diverse Figuren, gerade auch im letzten Band, zerlegen sich da gegenseitig. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass es wirkt so, als würde es da jetzt vielleicht auch wirklich auf ein Ende zulaufen, weil es so ein, nochmal so eine richtige Konfrontation und Konflikt, so ein Konflikthöhepunkt dann da gegen Ende auch noch gibt. Ja. Man muss auch noch mal dazu sagen, also gerade kriege ich wieder Mitleid mit Voss, wie du das erzählt hast mit dieser Monsterform. Das habe ich schon wieder völlig verdrängt, aber du hast völlig recht. Und also Voss, also es gibt halt so ein paar Bände, wo halt Voss hauptsächlich mit den anderen Juwelen, die Xil ja mitgenommen hat, auf dem Monden abhängt und da halt sehr viel bespricht und so. Und keiner ist besonders nett zu Voss. Also du kriegst so den Vibe so, alle hassen Voss. Und man denkt so, what the fuck, was hat denn jetzt Voss angestellt? Ich meine, klar, Voss war am Anfang, so im ersten Band, recht nervig und war so, hatte halt so den Vibe vom jüngsten Juwel. Halt sehr stürmisch und sehr dickköpfig und wollte nicht auf andere hören, so ungefähr. Und klar, so ja, es ist halt ein nerviger Charakter. Aber so, Voss wird ja auch mit jedem Mal, wo es irgendwie ein Körperteil verliert und neu zusammengesetzt wird, verändert sich ja auch Voss charakterlich. Und im Prinzip wird Voss immer erwachsener und auch melancholischer. Und dann ist halt Voss auf dem Mond, ist halt super bemüht, da eine Lösung für dieses Mondvolk zu finden. Und alle anderen Juwelen sind voll so scheiße zu Voss. Also nicht aktiv aggressiv, aber nett sind sie nicht gerade. Und ich krieg da halt voll so einen einsamen, isolierten Vibe und denk mir so, oh mein Gott, das ist total traurig. Und dann kommt Voss noch mit der Aussage, also falls ich das nächste Mal irgendwie auf der Erde zersplittert werde, dann setzt mich nicht mehr zusammen. Und das ist halt auch so, what the fuck, das ist ein voll trauriger Satz. Das ist halt für die das Äquivalent von tot sein oder halt Dauerschlafen. Also nicht mehr bei Bewusstsein sein, so dieses Motto, so nach dem Motto, ja, ich will eigentlich gar nicht mehr bewusst existieren. Das ist so eine Aussage, die dann auch alle hinnehmen, wo keiner sagt so, Voss, ist alles okay, wollen wir mal reden? Willst du mal zu einem Mondvolk-Psychologen oder Psychologin gehen? So, what the fuck? So, nee, das wird so hingenommen und dann wird Voss wieder auf eine Mission geschickt. Und dann
wird Voss wirklich zersplittert, aufgeteilt, vergraben. Dann vergehen wieder hunderte von Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ja. Und dann wird halt Voss irgendwann wieder zusammengesetzt und ist halt dann so dieses Monster-Ding. Also das ist echt keine schöne Existenz, muss ich sagen. Da geht halt echt ganz schön viel ab mit Voss. Und ich meine, Voss war ja schon am Anfang so recht, naja, unbeliebt, oder alle haben Voss so ein bisschen belächelt, weil es halt so dieses junge, ungestüme Juwel war und halt nicht kämpfen kann. Und im Prinzip hat es sich entwickelt von, ich kann nicht kämpfen und keiner respektiert mich, zu, ich kann kämpfen, aber mich respektiert trotzdem niemand. Das ist irgendwie so die Entwicklung. Das ist voll traurig. Ja, und ich meine, jetzt kommt ja der Super-Twist, weil am Schluss von Band 11 sagt ja dann der Prinz von wegen so, ja, und jetzt haben wir aus Voss einen Menschen gemacht. Und wir denken so, wow, was ist das eigentlich, eine Aussage über unser Dasein als Menschen? Also heißt das jetzt, Menschen sind grundsätzlich zu bemitleiden und Menschen mag grundsätzlich niemand, weil Menschen sind doof? Also, oder... ja, tun das, was sie glauben, ist das Richtige, und scheitern aber grundsätzlich? Also ist das die Message? Der Kernsatz ist ja auch das, was direkt hinten auf dem 11. Band draufsteht. Das menschlichste aller Gefühle ist Rachedurst. Oh Gott. Also das ist ein Satz, der auch im Manga selbst fällt und genau das beschreibt, das, was also den Zustand, den Voss in dem Moment erreicht hat, wo es einfach mehr um Rache geht als um alles andere. Also das ist wirklich so eine Gollum-artige Killermaschine irgendwie aus Voss geworden ist. Also wirklich so dieses innere Verseuchtsein durch irgendwelche äußeren Umstände und eine gewisse Mission und so dieses so ein Tunnelblick auf was nicht Gutes und ja, einfach Voss nur noch durch Rache getrieben wird, genau, und dann, wie du sagst, ja, genau, das hatte ich jetzt auch schon ein bisschen verdrängt, der Prinz das eben genau dann auch damit ausdrückt, das sagt, ja, das jetzt haben wir es geschafft, wir haben quasi einen Menschen geschaffen, das ist jetzt die Figur in unserem ganzen Kosmos, die jetzt wirklich nur noch von Rache getrieben wird und damit näher an einem echten Menschen, als wir alle es sind, ja. Okay, ganz kurz, ich habe dazu zwei Gedanken. Zum einen, also weil Verena gefragt hat, ob das die Message ist. Ich meine, wenn das Ziel vom Buddhismus ist, dass man halt zu nichts wird, und das Leben wird ja auch so ein bisschen irgendwie als Leiden immer angesehen, so du wirst wiedergeboren und das ist eigentlich nicht was Gutes, dann könnte man schon sagen, so ja, Mensch sein ist dadurch eigentlich was Negatives. Also im Prinzip ist das Ziel vom Buddhismus diese menschlichen Erfahrungen, sich dem zu entziehen und da rauszukommen und halt so das Rad des Lebens zu verlassen und nicht mehr wiedergeboren zu werden. Und eben, selbst wenn Menschsein auf der Erde die höchste Form der Existenz ist, ist es keine gute Existenz. Und du willst davon auch wegkommen und du willst irgendwie dadurch die Buddhaschaft erreichen und ins Nirvana und ins Nichts. Von daher, dass irgendwie Mensch als sowas Negatives in dem Manga dargestellt wird, macht für mich dadurch Sinn. Mhm. Und jetzt kommt noch die andere Ebene, nachdem wir das alles besprochen haben, wird mir das erst so klar. Also ist es das Ziel vom Prinzen, Voss zu einem Menschen zu machen, damit Voss für das Mondvolk betet, anstatt die Maschine? Und Voss bleibt am Ende alleine zurück, während Voss für alle anderen gebetet hat und die alle irgendwie ins Nicht verschwinden durften. Mein Gott, boah, das wäre, oh, also wenn das Ziel sein sollte, dann aber, oh, also Voss, Mann, du tust mir jetzt schon leid. Das wäre jetzt wirklich noch die Steigerung von allem Schlimmen, was Voss schon durchgemacht hat. Auch noch am Ende alleine zurückbleiben. Boah. Oder es kommt dann vielleicht irgendwie dazu, dass Voss quasi den eigenen Wunsch auch erfüllt bekommt und in 1000 Teile zerspringt und nicht mehr zusammengesetzt wird. Und damit quasi auch ein Ende gefunden hat. Was ist alles deprimierend? Was ist ja, aber hatten wir geglaubt, dass es ein Happy End nimmt? Also, ich meine, bis Band 6 hätte man vielleicht sagen können, ach naja, das ist ein Happy End durchaus noch möglich in irgendeiner Art und Weise, aber ja. Spätestens, wo Voss auf dem Mond war, war doch eigentlich klar, dass es nicht auf was Happy rauslaufen kann, oder? Ich glaube, ich habe lange die Hoffnung nicht aufgegeben, aber ich muss sagen, ich habe schon, also
Alles so auf dem Mond hatte für mich einen ziemlich krass melancholischen Touch. Mhm. Also die ganzen Bände hatten immer, finde ich, was sehr, sehr, sehr Trauriges. Von daher könnte das wirklich sein, dass irgendwie das Ende ist. Ja, alles sind jetzt nichts und Voss zersplittert sich selber und ist dadurch mehr oder weniger auch nichts. The End. Also, wow, das ist schon, hui. Das ist schon echt dark. Das ist so, Buddhismus wird eigentlich immer so als hoffnungsvolle Religion dargestellt, aber das wäre dann so der darkeste Touch, den ich schon jemals, also den ich jemals vom Buddhismus gehört habe, muss ich sagen. Ja. Krass, finde ich cool, dass wir das jetzt erarbeitet haben in diesem Podcast. Wir sollten dem gleich so einen Clickbait-Titel geben, sowas. Drei PodcasterInnen lösen das Ende von Land der Juwelen. You heard it here first, folks. Irgendwie sowas. Ja, wenn jetzt der 12. Band in Japan demnächst erscheint, ich weiß nicht, wie lang dann so die Zeit ist, bis dann das auch bei Verena zum Übersetzen ankommt und dann eben auch auf Deutsch erscheint, aber genau, also wir... Alles nächstes Jahr, fürchte ich. Also ich weiß nicht, ja, wie weit gut, das Manga-Kult schon eingeplant hat, aber ja. Das Jahr 2022 ist jetzt auch nicht mehr so lange, also dass es dieses Jahr noch erscheint, das halte ich auch für illusorisch. also, aber es wäre natürlich schon schön, wenn es dann zumindest nächstes Jahr rauskommt, aber wir können quasi schon mal sagen, okay, jetzt den Podcast hören und dann nächstes Jahr überprüfen, wie weit unsere Prophezeiungen sich zumindest im Band 12 vielleicht schon wiederfinden. Aber wie gesagt, wir wissen ja auch gar nicht, wie viele Bände noch kommen. Ich bin jetzt davon überzeugt. Also ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass das Ende ist. Es klingt sehr plausibel, finde ich auch. Ich muss aber gleichzeitig sagen, ich habe vorhin gesagt, dass ich immer wieder das Gefühl hatte zu wissen, auf was es hinausläuft und ich wurde immer wieder überrascht. Von daher kann es jetzt auch sein, dass ich überrascht werde, worüber ich mich vielleicht auch freuen würde, muss ich sagen. Gleichzeitig ist es auch sehr befriedigend, recht zu haben. Ich glaube, ich wäre mit beidem okay. Mhm. Es wird wahrscheinlich doch so Game of Thrones-mäßig Voss ist im nächsten Band auf der ersten Seite tot und taucht nie wieder auf. Und danach wird es eine Romantic Comedy zwischen Prinz und Prinzessin. Also. Oh nein, bitte. Oh Gott, dann steige ich aus. Man muss auch sagen, dass irgendwie Quarz ein echt fieser Charakter ist. Also ab dem Moment, wo irgendwie die letzte Legierung von der Außenschicht weg war, keine Ahnung, ich sag schon sie die ganze Zeit, aber sie war auch sehr, also, oder Xia hat sehr weiblich gewirkt auf dem Mond und dadurch, dass Xia auch in Beziehung mit dem Prinzen gegangen ist und jetzt Prinzessin heißt, aber egal, man kann ja auch weiblich sein, ohne gleich irgendwie eine Frau oder was auch immer, eine Frau zu sein. Aber ja, ich muss sagen, Quarz war irgendwie immer so fies zu Voss. Aha. Und auch irgendwie so egoistisch. Quarz wirkt auf mich super egoistisch. Ich mag Quarz überhaupt nicht. Oder nicht sehr. Nicht sehr, sagen wir mal so. Ja, definitiv. Ich mag auch die Prinzessinnenform, finde ich unglaublich nervig, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum das Mondvolk so verliebt in die neue Prinzessin ist. Ja, das wüsste ich auch sehr, sehr gerne, aber. Tja. Ich glaube, die sind einfach happy, dass jemand Neues da ist. Die kennen sich ja alle untereinander. Ich meine, die haben da seit Jahrtausenden auf diesem Mond verbracht. Irgendwann kennst du alle anderen Seelen, ist meine Theorie. Und die werden einfach auch nicht interessanter mit der Zeit. Ne? Nee! da ist was dran, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein alte Trope, ich finde das Wort ganz furchtbar, wenn man es mal auf Deutsch ausspricht. Stereotyp, Archetyp. Was ich sagen will, ist, dass es natürlich in Vampirgeschichten wird es ja zum Beispiel häufiger verhandelt. Dass das so, wenn man nicht stirbt, wie spannend ist es dann noch? Sowas wie Only Lovers Left Alive, der Film zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wenn man einfach schon hunderte von Jahren lebt und also vor allem, wenn man mit Menschen zusammenlebt, die um einen herum auch immer nur wegsterben. Man verliebt sich die ersten paar hundert Jahre vielleicht noch, aber dann sterben die Personen um einen rum weg und irgendwann ist es dann einfach so, okay, keine Ahnung, seit 1000 Jahren ist alles gleich und ich habe sämtliche Gefühle eh verloren, weil sich an irgendwen zu binden oder sich an irgendwen zu gewöhnen, endet eh wieder nur damit, dass die um mich herum wegsterben und ich bleibe immer gleich und so. Und das, gut, wie gesagt, hier fehlt dann halt auch noch das Sterben. Also um mich herum bleiben alle gleich und es stirbt niemand weg. Ja, das ist wirklich nochmal eine Schippe draufgesetzt, wenn einfach eine komplette Gesellschaft sich nicht mehr verändert in dem Sinne. Also niemand stirbt und dadurch erstarrt ja auch so ein bisschen dieses Gesellschaftssystem
Und irgendwie wird es dadurch sau langweilig. Also, ja, was passiert? Und die sitzen halt alle auf dem Mond rum. Was passiert denn da groß? Nichts. Und dann ist so ein Quarz oder so ein neues Juwel schon mal echt geil, super spannend. Und dann gibt's auch noch eine Hochzeit. So cool, endlich mal ein Event nach 10.000 Jahren. Geil. Yeah. Das ist halt echt wie so, ich habe mich da immer echt an so, ja, ich meine, die sind ja auch Prinz und Prinzessin, immer an so Hochzeiten von so Royals, wie zum Beispiel dem britischen Könighaus oder so erinnert gefühlt, wo dann halt irgendwie alle auf den Straßen stehen und feiern und die Kutsche anschauen. Und ich denke mir so, ihr kennt diese Leute eigentlich nicht. Warum seid ihr jetzt so happy für die? Ich versteh's nicht. Also so dieser Personenkult um Adlige herum ist mir total fremd. Aber gleichzeitig beim Mondvolk, wenn nichts anderes passiert, kann ich es verstehen. Aber okay, ja. Ändert nichts daran, dass ich Quarz nicht mag. Ich will auch noch mal ganz kurz, ihr hattet das vorhin schon angeschnitten, auf die Körperformen oder auf das visuelle Design von den Juwelen eingehen. Weil im Prinzip, wie Andi es gesagt hat, alle sehen gleich aus, bis auf die Frisuren, was so ein bisschen auch so ein Anime-Trope ist, wenn man jetzt irgendwie an Sailor Moon denkt oder Kamikaze Kaito-Jan oder so, haben auch immer irgendwie alle die gleichen Körper- und Gesichtsformen und man muss sie dann irgendwie an den Haarfarben unterscheiden. Und das finde ich eigentlich furchtbar im Manga. Und das ist mir auch so negativ aufgefallen, weil alle sehen halt einfach aus wie androgyne Supermodels. Also halt super dünn, super schlank, super androgyn, in dem Sinne, dass es jetzt keine weiblichen Rundungen oder sowas gibt, aber es gibt auch jetzt nichts sonderlich, etwas, was an Männlichkeit erinnert. Also Haruko Ichikawa hat im Interview gesagt, dass ihre Maßgabe beim Zeichnen ist, oben wie ein Jungenkörper und unten wie ein Mädchenkörper. Okay. Kommt für mich nicht so rüber. Aber ja, also ich finde, visuell erinnert man sich dann entweder an Jungen oder an Mädchen, abhängig von den Haaren, habe ich so das Gefühl. Also es gibt dann Figuren, die sehen femininer aus, weil sie halt so feminin gelesene Frisuren haben und vielleicht auch manchmal längere Wimpern. Yeah. Aber so vom Körperlichen ist es halt irgendwie so, für mich so total androgyn, könnte jetzt alles sein. Könnte irgendwie ein sehr dünner Mann, eine sehr dünne Frau, ein sehr dünnes, was weiß ich sein, Mensch einfach. Aber ja, ich finde es schade, weil, um noch mal den Bogen zu Steven Universe zu schlagen, wenn ich schon eine Gelegenheit habe, darüber zu reden, da ist es ja auch so, dass im Prinzip die Hauptfiguren Juwelen sind, die auch Körper haben oder sozusagen aus ihrem Juwel einen Körper projizieren. Und jedes Juwel hat eine andere Körperform. Also, und andere Körpergrößen. Und da gibt's dann halt bestimmte Typen. Also zum Beispiel Perlen sind auch immer sehr dünn und schmächtig und androgyn und gehen eher so in die Richtung wie jetzt die Figuren aus das Land der Juwelen. Aber Jasper zum Beispiel, also ein Jaspis, ist halt eher so richtig groß und muskulös. Das heißt, du kannst visuell jeden Charakter so richtig gut unterscheiden. Einfach schon von der Silhouette. Und du musst dir jetzt nicht irgendwie Frisuren merken, um irgendwie die Figuren erkennen zu können. Und das finde ich ziemlich cooles Charakterdesign. Und das finde ich bei Land der Juwelen so ein bisschen schade. Gleichzeitig wird es aber auch später in der Story erklärt, weil halt was rauskommt ist, dass halt im Prinzip Magnifizienz diese Körper formt. Also wenn Brillant so am Strand entlang läuft und da irgendwie wieder neue Juwelensplitter findet, setzt Xier die halt zusammen. Und Xier benutzt halt immer die gleiche Körperform. Und ich denke mir so, naja, es ist eine Maschine, kann schon sein. Also es ist eine storytechnische Erklärung. Aber ja, ich finde es trotzdem nicht glücklich. Also hätte man auch anders lösen können, sage ich jetzt mal. Du hast ja gesagt, dass man die Figuren eigentlich auch nur an der Haarfarbe unterscheiden kann und dass das bei Sailor Moon und so ähnlich ist. Das Problem beim Manga ist natürlich, der Manga ist schwarz-weiß, das heißt, die Haarfarbe sieht man zwar auf dem Cover und vielleicht noch irgendwie, es gibt dann am Anfang so eine Doppelseite, wo sie die einzelnen Figuren nochmal gezeigt und ein bisschen erklärt sind, da sieht man dann auch mal die Haarfarben, aber im
der Geschichte selber sieht man die Haarfarben halt nicht. Und dann ist es halt wirklich nur noch so die Frisur. Und die ist natürlich auch jetzt dann, je nachdem von welchem Winkel man die Figur gerade sieht und wie die Haare gerade wehen oder fallen, auch nicht immer zu 100% auseinanderzuhalten. Das macht es dann eben tatsächlich ein bisschen schwierig. Man muss auch sagen, es sind so viele Juwelen und nicht jedes Juwel spielt halt eine große Rolle. Das heißt, es gibt so viele Figuren im Hintergrund, die für mich so ein Einheitsbrei sind. Und wo ich auch dankbar bin für diese Doppelseite in jedem Band, wo du nochmal siehst, wie jedes Juwel heißt. Weil das brauche ich, sonst bin ich da verloren, muss ich gestehen. Wo ich es dann so gemacht habe, wie du vorhin es in einem anderen Zusammenhang erwähnt hast, wo ich gesagt habe, ich lese einfach drüber. Das ist jetzt egal, wer das ist. Ja. Das kann ich jetzt nicht jedes Mal nachschlagen und mir Gedanken darüber machen, wer das ist und was das im ganzen Zusammenhang bedeutet, was die Figur vorher schon gemacht hat oder nicht. Ich kann es mir einfach nicht merken. Da muss ich jetzt drüber lesen und das einfach hinnehmen. Was aber dann natürlich also auch ein bisschen schwieriger macht, tiefer in der Handlung drin zu sein, wenn man dann eben so drüber wegliest. Wobei, ich meine, ich mache eine gewisse zeichnerische Entwicklung an den verschiedenen Bänden fest. Also ich finde, Band 1 und Band 11 miteinander verglichen sind, da sieht man schon eine Entwicklung, auch was das Character Design angeht. Also ich kann mir vorstellen, wenn Haruko Ichikawa den ersten Band nochmal zeichnen müsste, dass er heute anders aussähe. Dass vielleicht auch die Figuren noch besser unterscheidbar wären. Also Dia Diamant zum Beispiel, finde ich, sieht in Band 1 überhaupt ganz anders aus als in Band 11, obwohl Dia keinerlei wirkliche Transformation durchgemacht hat. Also vielleicht charakterlich ein bisschen, aber jetzt nicht so auf dem Level von Voss. Es wird in den späteren Bänden auch insofern ein bisschen leichter, dass man nicht nur mit den Juwelen rumhängt, was ja in den ersten Bänden so der Fall ist. Du siehst ja keine anderen Figuren so richtig. Und da ist es dann schon erstmal so ein bisschen überwältigend, die da folgen zu wollen und zu versuchen, die alle auseinanderzuhalten. Und wie gesagt, später, wenn dann eben noch verschiedene andere Figuren dann auch in einer Szene sind, dann hat man da zumindest schon mal bessere Anhaltspunkte. Verena, ich glaube, du hast auch mal gesagt, das ist das erste Manga, was diese Zeichnerin je veröffentlicht hat, oder? Also, dass sie da oder irre ich mich? Es ist zumindest die erste längere Serie. Also sie hat, es gibt zwei Kurzgeschichtenbände, die ich auch noch nicht gelesen habe. Und es gibt eine andere Kurzgeschichte, die jetzt veröffentlicht wurde, wo ich aber nicht sicher bin, wie alt die schon ist. Aber das ist ja ihre erste große Serie. Was dann auch sozusagen so eine zeichnerische Entwicklung erklärt. Also ja. Ich meine, aber ja, ich habe tatsächlich Band 1 und Band 11 nie direkt nebeneinander gelegt. Deswegen habe ich gar nicht so den Vergleich. Aber das wäre eigentlich noch mal interessant, das anzuschauen, wie sich das entwickelt. Witzigerweise finde ich, dass man die Amethysten, was Zwillinge sind, die kann man visuell am besten unterscheiden. Und die sind eigentlich total irrelevant. Ich finde es furchtbar. Also, weil ich denke mir so, Amethyst kann ich mir merken, den Namen ist ein einfacher Name und es gibt in Steven Universe auch die Amethyst, von daher habe ich da gleich eine Verbindung. Und die haben halt so eine geflochtene Frisur, kann man visuell sofort erkennen. Und die sind so irrelevant, die brauche ich nicht erkennen. Und da denke ich mir so, boah, hättet ihr nicht oder hätte die Zeichnerin nicht jemand anderem diese Frisur geben können, damit man halt irgendwie die wichtigen Personen besser unterscheidet. Nein, ging nicht, weil die beiden Amethyste heißen ja 33 und 84. Das heißt, auch die Figuren sind im Winkel von 33 und 84 angeordnet, weil die nämlich auf einem sogenannten Zwillingsamethyst basieren. Den gibt es also tatsächlich. Und da wächst der eine Amethyst in 33 Grad Winkel und der andere in 84 Grad Winkel. Damn. Und das sieht dann wie ein Herz aus und ich meine irgendwie, dieses Ding hat den Spezialnamen Japan Heart oder sowas. Ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden, aber ja, ihr könnt es googeln. Wow, das ist nochmal eine interessante Info. Jetzt machen auch die Frisuren sehr viel mehr Sinn. Gell. Auf jeden Fall. Also ich meine, alle... Ja, dann hätte man aber die Amethysten einfach wichtiger machen müssen, ganz ehrlich.
Vielleicht kommt das ja noch. Ja, okay. Ist eine, ja, aber eine... also alle Juwelen, die drinnen vorkommen, existieren tatsächlich. Und wenn man in eine Juwelensammlung geht, Wien hat zum Beispiel eine sehr große im Naturhistorischen Museum, da kann man auch einen Phosphophyllit finden. Und der ist tatsächlich so minzgrün. Cool. Wir empfehlen also ein Studium der Religionswissenschaften und der, ich weiß gar nicht, ist es dann Geologie oder gibt es da nochmal bestimmt noch eine eigene Abspaltung für Juwelenkunde? Oder ja, so. Und eigentlich auch Meereswissenschaften, weil ich glaube, diese Admirabilis, die basieren auch auf irgendwelchen Meeresschnecken oder so. Ja. Also ja, da steckt extrem viel drinnen und ja, mit solchen Dingen muss ich mich beschäftigen, wenn ich es übersetze. Was aber cool ist, das heißt, du hast so eine Sammlung absolut. An unnützem Wissen im Prinzip. Absolut, absolut. Ich möchte noch mal ganz, ganz kurz auf den Anime eingehen, weil den habe ich auch gesehen, zumindest zum Teil. Und man muss dazu sagen, dieser Anime ist 3D animiert, also nicht handgezeichnet, sondern 3D, trotzdem Anime-Stil. Und ich muss sagen, ich sehe oft immer mal wieder Trailer oder Serien, die halt jetzt in diesem Manga-3D-Stil sind, wo ich mir denke, so, uff, da sehe ich überhaupt keinen Mehrwert. Ich finde es gezeichnet schöner. Aber bei Land der Juwelen hat es wirklich einen guten Grund, weil ja die Haare von den Figuren so glänzen und glitzern wie echte Juwelen. Und das im Anime richtig gut rüberkommt. Also da sage ich, das 3D macht total Sinn. Da ist wirklich der Mehrwert da. Visuell super gut. Und witzigerweise werden manchmal so Close-ups und so mit der Hand gezeichnet, weil sie halt wissen, es gibt gewisse Dinge, die kann man schneller und besser handgezeichnet darstellen. Aber sie machen das in so schnellen Cuts, dass man es nicht mitbekommt. Fand ich, ist nur ein interessanter Fun-Fact. Also es ist nicht zu 100% 3D, sondern es ist immer wieder teilweise 2D. Aber ja, allein der Glanz der Haare, und da haben sie sich auch, glaube ich, viel mit beschäftigt, der ist richtig, richtig schön. Und es gibt eben so ein paar Sachen, die einfach, ja, gerade was irgendwie so den ersten Band betrifft, wo ich visuell nicht so sicher war, wie jetzt genau der Kampf zum Beispiel abläuft. Und das wurde dann im Anime durch die flüssige Animation klarer und hat mir dadurch auch noch mal einen Mehrwert gegeben, um mir zu helfen, wie ich mir diese Welt vorstellen soll. Ich muss aber sagen, das ist mir negativ aufgefallen. Ich habe nicht die deutsche Fassung gesehen, sondern ich habe die japanische Fassung mit Untertiteln gesehen. Und ich glaube aber, das ist bei der deutschen Fassung ähnlich. Da kannst du gleich noch was dazu sagen, Verena. Mir ist aufgefallen, dass halt alle Figuren, die halt irgendwie stark sind oder Autorität haben, eine männlich klingende Stimme haben, und alle Figuren oder Juwelen, die halt irgendwie süß und oder schwach sind, haben eine weiblich klingende Stimme. Und ich finde das super nervig, weil ich mir denke so, hey, wir haben hier Juwelen, die kein Geschlecht haben. Warum tun wir das dann so stark mit den Stimmen gendern? Also, was ist denn da los? Was habt ihr denn da irgendwie nicht gecheckt? Da hätte man doch viel mehr durchmixen können, was irgendwie die Stimmen betrifft. Oder eben auch irgendwie, ich weiß nicht. Also man hätte da, glaube ich, irgendwie so Vorstellungen brechen können oder einfach mehr mit den Stimmen experimentieren können. Und ich habe auch gemerkt, Voss hat für mich eine ganz andere Wirkung im Anime. Und das liegt aber auch an der Animation, aber auch an der Stimme, als im Manga. Und Voss hat für mich im Manga, wenn man das so sagen kann, eher so viele männliche Züge, so klassisch männlich, alles in Anführungszeichen. Mhm. Und im Anime wirkt Voss auf mich extremst feminin. Und das hat mich tatsächlich schon fast gestört, weil ich Voss dann nicht mehr als so neutral oder geschlechtslos gesehen habe wie im Manga, sondern irgendwie hatte Voss für mich da ja was sehr, sehr Weibliches, und viele Charaktere hatten was sehr Weibliches, und die Charaktere an der Spitze dann, so die Coolen, die hatten was Männliches, und das fand ich irgendwie blöd. Ja, Punkt. Also das ist meine Kritik, da hätte man mehr machen können, da hätte man sich noch mehr reindenken können, finde ich. Ja, stimmt. Also in der deutschen Version, die auch Xier-Pronomen benutzt, da habe ich drauf bestanden beim Übersetzen, und es wurde glücklicherweise akzeptiert. Was schon mal echt cool ist.
Sie haben, wenn ich es richtig weiß, mindestens eine sprechende Person dabei, die sich selber als non-binär definiert. Ich weiß nicht, wie das also beim Großteil des Casts ist. So genau kenne ich mich da ehrlicherweise auch nicht aus. Ich glaube, es waren sonst vor allem weibliche Namen im Synchronteam. Und ich glaube, auch in der deutschen Fassung ist es so, dass die Figuren, die im Original eher männlich in Anführungsstrichen klingen, auch im Deutschen eher männlich klingen. Also bei Brillant bin ich mir fast sicher. Bei Bord zum Beispiel weiß ich es gerade nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es da möglicherweise Vorgaben aus Japan gab, von wegen, ihr müsst so und solche Stimmen auswählen. Soll es immer mal wieder geben. Keine Ahnung, wie das in dem Fall ablief. Ja, es wäre schön, wenn man da sich mehr trauen würde. Auf der anderen Seite, es ist halt auch nur in Anführungsstrichen ein Anime für eine Serie, die jetzt in Deutschland leider auch nicht so super populär ist, ne? Also es ist kein One Piece, kein Naruto, kein Dragon Ball oder so. Wenn es das wäre, wäre es vielleicht auch noch mal anders. Aber gerade deswegen, finde ich, hätte man da mehr probieren können, weil es ja eh schon Nische ist. Dann hast du halt irgendwie auch nicht so Gefahr, irgendwie ein großes Publikum wütend zu machen. Und ich finde, es ist so eine verpasste Chance. Man hätte mehr Trans Voice Actors reinpacken können, wo du halt auch zum Beispiel Stimmen hast, die halt nicht so unserem klassischen Verständnis von männlicher oder weiblicher Stimme entsprechen. Und da hättest du halt dadurch einfach vielleicht mehr Varianz reinbringen können und halt auch mehr eben mit Klischees brechen können. Und ich meine, auch in Deutschland ist es ja so, dass irgendwie so Trans-SchauspielerInnen und auch SynchronsprecherInnen Probleme haben, Jobs zu kriegen. Und das wäre so ein Ding gewesen, da hätte man ihnen die Jobs geben können. Wenn das Charaktere sind, die alle Agender sind, dann kannst du eigentlich keine krasse Erwartung an die Stimme haben. Also das muss jetzt weiblich sein, das muss jetzt männlich sein. Und da hätte man halt sich echt Freiheit herausnehmen können. Eigentlich auch schon im Japanischen. Aber gut, da wissen wir nicht, wie es ist. Deswegen rede ich jetzt vom Deutschen. Und das finde ich schade. Das ist einfach eine große verpasste Chance. Und das hätte man besser machen können. Das sage ich jetzt so knallhart. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, in jedem Band ist hinten noch eine Kurzgeschichte drin. So ein, zwei Seiten. Auf jeder Stimmt. Seite sind 8 Panels. Ich habe die nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ich hab, ich bin, nee, ernsthaft, ich bin, glaube ich, schon an der ersten gescheitert, weil ich, also es sind auf jeder Seite 8 Panels und zwar immer so zwei nebeneinander, vier untereinander. Und ich wusste nicht, lese ich jetzt halt eine Spalte von oben nach unten und dann die nächste Spalte oder gehe ich eben rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und habe dann ziemlich schnell einfach keine Lust gehabt und habe es dann aufgegeben und habe dann einfach in den Folgebänden es auch überhaupt nicht mehr versucht damit. Erzählt mir mal ein bisschen was über diese Kurzgeschichten, die da in jedem Band drin sind. Okay, ich kann dir mal meinen Eindruck ganz kurz schildern, Verena, bevor du uns das jetzt erklärst. Und zwar, also die Leserichtung ist wirklich immer die Spalte nach unten. Also vier Kästchen nach unten. Und das für mich hat sich das sofort erschlossen, weil so japanische Gag-Manga, ich glaube, die heißen auch Yonkon-Manga, Verena, Yonkoma. Genau, Yonkoma. Das ist so ein bisschen dieses, im Prinzip erzählst du einen Witz innerhalb von vier Panels. Das ist eigentlich eine Kunstform, könnte man fast schon sagen. Wie Haiku, nur als Gag-Manga. Und deswegen war für mich sozusagen als Manga-Erfahrene klar, okay, die lese ich von oben nach unten. Und ich habe in den ersten Bänden die auch immer noch gelesen, muss aber sagen, ich fand die alle nicht so witzig. Also irgendwie,
Es gab manchmal so ein paar Sachen, da musste ich so leicht schmunzeln, aber insgesamt habe ich oft gelesen und auf irgendwie einen Gag gewartet, der nicht kam. Und das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht. Und in den letzten Bänden habe ich es, glaube ich, auch nicht mehr gelesen, muss ich gestehen. Da habe ich die dann auch geskippt, weil ich mir gedacht habe, so, oh, sie sind nicht so witzig. Irgendwie haben sie mir nicht so den Mehrwert gegeben. Und ich will lieber wissen, was in der Hauptstory passiert. Sorry, Verena, du hast dir die Übersetzungsarbeit gemacht und wir haben es hart geskippt. Ich übersetze ja auch Soundwords, die dann hinterher keiner liest. Ja, das ist einfach das Los, wenn man Manga übersetzt, dass man damit rechnen muss, dass ein Großteil des Publikums einen Teil der eigenen Texte nicht lesen wird. Stimme allem zu, was technisch Lena gesagt hat. Das ist diese Yonkoma-Form. Und Yonkoma haben es so an sich, dass sie oft, nicht unserem deutschen Witze-Standard entsprechen, in Anführungsstrichen. Also, dass man wirklich bei Panel 4 laut losmachen muss, ist eher die Ausnahme, würde ich behaupten. Echt? Okay, ich bin schockiert. Ja, also ich lese jetzt auch nicht andauernd Yonkoma, aber ich habe schon relativ viele gelesen und ich habe auch schon einige übersetzt. Und ich würde sagen, 10% fand ich wirklich saukomisch, 50% fand ich so, ja, okay, ist nett, schmunzel ich. Und die restlichen waren so, okay, ich check jetzt nicht, was da so lustig sein soll, aber you do you. Deswegen, da bewegt sich das Land der Juwelen im erwartbaren Rahmen, würde ich behaupten. Ich finde, Haruko Ichikawa hat manchmal einen etwas, nicht absonderlichen Humor, aber einen etwas eigenen Humor, würde ich sagen. Es gibt zum Beispiel im Band 2 gibt es irgendwie diese Szene, dass das Admirabilis Schneckchen wieder zurück in seine Schüssel soll und dann sagt Voss, also auf Japanisch, Orai, Orai, was das Kommando ist, wenn man ein Auto aus einer Parklücke rauslotst. Was sich leider nicht so toll ins Deutsche übertragen ließ. Aber das sind so Momente, die dann so als lustig eingebaut sind, die aber, glaube ich, ein hiesiges Publikum eher verwirren. Oder wo man sich eher so denkt, so, okay, was ist jetzt daran der Witz? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist auch bei vielen dieser Kurzmanga am Ende der Bände der Fall, wo man sich denkt, so, okay, das ist schon irgendwie nett, aber jetzt nicht so, boah, das ist der geilste Witz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wie hast du das Orai Orai übersetzt dann? Wie hast du das gelöst? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas wie vorsichtig oder ja ist frei. Ja, da könnt ihr euch jetzt dann Band 2 zulegen und reingucken. Das ist ja auch, die Szene ist auch im Anime drin. Also wenn ihr euch den zulegt, könnt ihr es auch nachgucken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Anime ist visuell auf jeden Fall sehr schön. Also den kann man sich schon ruhig mal zulegen. Wenn man die Bände nicht lesen will, kann man wenigstens beim Anime einsteigen und dann ab Band 8 oder so weiterkaufen. Oder Band 6. ab Band 5 oder 6. Eins von beiden. Ah, okay. 5 oder 6. Man kann da relativ nahtlos skippen. Ja, das ist doch super. Ich muss noch sagen, ich bin gerade total schockiert, dass du sagst, dass so Yonkoma-Manga allgemein eher unwitzig sind oder nicht so laut loslachen, weil mein Zugang zu denen sind halt immer so krasse Gag-Manga, wo ich mich übelst totgelacht habe. Wie zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Azumanga Daio. Ja, das ist die große Ausnahme, die ich vorhin im Kopf hatte. Gut. Das ist der, wo ich auch mich schickig gelacht habe. Aber ich glaube tatsächlich. Gut. Also Leseempfehlung, kauft euch Azumanga Daio. Wenn man es noch vier findet, Bände. Ja. Genau, ich glaube, es waren ursprünglich 4 Bände und dann wurden daraus 2 große Sammelbände. Ist auf jeden Fall geil. Der Anime, den könnt ihr vergessen, da kommt der Witz nicht rüber. Das Manga ist super krass, finde ich echt gut. Und aber auch so, ich habe auch so Fan-Manga gelesen, halt auch in diesem Stil, die dann halt auch von anderen Fans vom Japanischen ins Deutsche übersetzt werden, so über Videospiele und was weiß ich alles. Und die waren auch so ultras lustig. Deswegen dachte ich immer, dass grundsätzlich dieses Format so Schenkelklopfer sind. Und die Zeichnerin von Das Land der Juwelen das einfach nicht drauf hat. Aber wie es aussieht, habe ich dieses Medium einfach falsch kennengelernt. Ja, wie gesagt, es gibt diese Ausnahmen. Es gibt super witzige Beispiele für Yonkoma. Es gibt AutorInnen, die das drauf haben, das richtig witzig zu machen. Oder die einen Humor haben, der unseren Standards entspricht, würde ich mal sagen. Es gibt einfach Sachen, die sind japanischer Humor. Die findet, glaube ich, niemand bei uns lustig.
Das gibt's halt eine ganz eigene Humortradition, würde ich mal behaupten. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die Leute, die das hinkriegen, sind eher die Ausnahme. Verstehe, gut zu wissen. Haben wir nebenbei auch noch was gelernt über eine Manga-Subart, die mir jetzt so auch noch nicht wirklich bekannt war. Okay, ich sehe schon, eine der nächsten Folgen Azum Manga Daio. Wenn du noch eine bezahlbare Version findest, die du dir anbieten kannst. Also ich habe sie, Andi, ich kann dir meine ausleihen. Aber wir müssen es auch nicht machen, wir haben schon so eine lange Liste. Ich glaube, wir sind für die nächsten 2 Jahre versorgt an Sachen, über die wir sprechen wollen. Ja, wobei, wir sprechen einfach am einfachsten über das, wo wir am einfachsten Zugriff drauf haben. Okay. gut, also, jetzt mal so in die Runde gefragt, welche Elemente, welche Aspekte sind noch offen? Gibt es noch irgendwas, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, was ja bis jetzt noch nicht Erwähnung gefunden hat? Also ich würde sagen, von meiner Seite aus habe ich auf jeden Fall alle Eckpunkte angerissen, die mir wichtig waren. Und wir sind ja auch jetzt schon fast bei 2 Stunden, von daher haben wir uns voll an unser zeitliches Format gehalten. Ich bin sehr stolz auf uns. Verena, gibt es bei dir noch was du gerne noch sagen möchtest? Ich würde gerne noch fragen, was eure Theorien zum Treibeis sind. Also es wird ja irgendwann mal gesagt, von wegen, dass Brillant mal gesagt hätte, das Treibeis wäre ein sündiges Wesen oder so. Und da dachte ich mir so, ist das Treibeis irgendwie der Mensch? Oder ist da irgendwie was vom Menschen drin eingeschlossen? Und dann dachte ich mir wiederum, aber eigentlich macht das ja keinen Sinn, so von der Geologie her, weil also der Mensch hat sich ja aufgeteilt in Fleisch, Knochen und Seele und also eigentlich sollte da ja nichts mehr übrig sein und ja, aber was denkt ihr? Andi, du zuerst. Ja, du sagst Treibeis, ich sag, hä, was, wovon redest du? Ich habe echt keine Ahnung. Also du sagst, das ist ein Begriff, der in meinem Kopf in keinster Weise hängen geblieben ist aus diesen 11 Bänden. Ich habe null Ahnung. Okay. Das Eis auf dem Meer, was Voss und Antarktizid zusammen zerbrechen und woran dann Voss die Arme verliert. Ja, in Band 3. Ich wollte sagen, das ist relativ früh. Ich habe diese 11 Bände jetzt über einen sehr langen Zeitraum gelesen. Okay, das heißt, das ist schon relativ lange her für mich. Ich habe keinen Plan. Tatsächlich, das Treibeis ist etwas, was mich auch umgetrieben hat. Weil, also im Prinzip ist ja auch deren Aufgabe, dass im Winter zu zersägen, damit die anderen Juwelen nicht aufwachen aus ihrem Winterschlaf, weil es eben so klingt, als könnte das Treibeis sprechen oder rufen. Also irgendwie, wenn es zusammenknatscht, dann gibt es Geräusche, die halt irgendwie nach menschlicher Sprache klingen. Und das ist halt irgendwie creepy und die Lösung ist, ja, wir zerhäckseln es einfach. Und genau, und Brillant hat ja irgendwie behauptet, dass es halt kein richtiges Wesen in dem Sinne ist. Und ich habe mich auch mal gefragt, so da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Dann hat eben Voss dieses Gespräch, wo wir aber auch nicht wissen, ob das eingebildet ist und die Arme dann verliert an dem Treibeis. Und danach wird das Treibeis auch nicht mehr aufgenommen. Aber ich frage mich halt so, soll das Eis irgendwie symbolisch sein für eine Art unreinen Kristall, also sozusagen, es ist ja gefrorenes Wasser, was so eine kristallähnliche Form annimmt, sowas wie ja, Eiskristalle, Schneekristalle, aber eben kein richtiger Kristall ist und deswegen klingt es für die anderen Juwelen, als könnte es sprechen, aber es ist eigentlich eine noch nicht richtig entwickelte Form von Kristall und vielleicht meinte auch das irgendwie Brillant mit unreinem Wesen. Also, ja, das sind so meine Gedanken, weil ich meine, es schmilzt ja dann auch wieder im Sommer. Stimmt, ja. Und dann formt sich's im Winter wieder neu, aber es ist ja nie das gleiche Eis. Es ist ja einfach nur das, was halt irgendwie im Meer gerade oben ist und einfriert. Und da sind ja dann bestimmt auch hunderte von dreckigen Einschlüssen drinnen. Also es ist kein reiner Kristall. Und vielleicht ist das irgendwie damit gemeint. Aber ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, als ich das damals gelesen habe, oh, mit diesem Eis, da gibt's auch noch irgendwie ein Rätsel, das gelöst werden muss. Und dann bewegen wir uns
storytechnisch so weit von diesem Eis weg, dass Andy vergisst, dass es überhaupt existiert hat. Und das ist auch genau das mit dem, was ich vorhin meinte. So, man glaubt, man weiß, wo irgendwie die Story hinführen wird und sie führt da nicht hin. Das kann aber auch frustrierend sein. Also es wird sozusagen in Akt 1 wird eine Pistole auf den Tisch gelegt und in Akt 3 schießt niemand damit, sagen wir so. Natürlich auch so ein bisschen das Lost-Problem, dass irgendwelche Mysterien aufgemacht werden, die dann nie wieder weitergeführt werden. Also ich glaube schon, dass das nochmal aufgegriffen wird. Das traue ich der Serie durchaus zu. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung die das dann gehen könnte. Vielleicht kennen wir aber auch einfach nicht das richtige buddhistische Gedicht, das sich mit dem Treibeis beschäftigt. Verena, geht da nochmal auf Recherche. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ja, aber auch guter Punkt. Wenn irgendwer von den Hörenden sich auskennt mit Treibeis im Buddhismus, schickt uns gerne eure Interpretation oder euer Wissen zu dieser Thematik. Dann Treibeis im Buddhismus, eine Doktorarbeit. Aber ja, gerne Kommentare dazu schreiben. Wunderbar. Und schreibt Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir Azumanga Daio behandeln. Dann kann ich nämlich Andi dazu bringen. Als ob ich mich jetzt groß gewehrt hätte. Ich weiß noch nicht mal so richtig genau, was das ist. Also ich habe, klingt jetzt so, als müsste man mich irgendwie zwingen zu irgendwas, von dem ich noch nicht mal weder eine Abneigung noch eine Zuneigung entwickeln konnte. Okay, ich bring dir einfach mal beim nächsten Comic-Buch-Club den ersten Band mit. Und dann kannst du dir einfach mal dir anschauen, wie du es findest. Das machst. Ich habe ja keinen Humor. Sehr gut. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Auch wieder mal. Ja, gut, da sagt der Comic-Stapel und Bücherstapel und Filmstapel was anderes. Und die Arbeit auch noch. Mhm. Egal, also wenn wir mal so Richtung Abschluss gehen, wir haben jetzt gemerkt, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Eindrücke von der Reihe. Mhm. Meine Schwierigkeit ist hauptsächlich auf der visuellen Ebene von der Geschichte her und so, finde ich es auch wirklich interessant und auch, was wir jetzt hier gemeinsam im Gespräch oder vor allem auch ihr für mich noch ein bisschen auch herausgearbeitet habt, zeigt für mich schon, dass da super viel drinsteckt und dass es wirklich auch interessante Charaktere, interessante Mythologie etc. ist. Nur, dass es mir eben schwer gefallen ist, da tiefer einzutauchen, weil es mir visuell nicht klar genug erzählt war, was euch anders gegangen ist oder euch vielleicht auch leichter gefallen ist durch mehrfach lesen oder durch tiefes Einsteigen, weil übersetzen müssen. also von euch beiden auf jeden Fall eine Empfehlung. Lena hat vorhin schon ein bisschen Einschränkungen gemacht für Menschen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Manga haben. Und wer sich jetzt durch diese 2 Stunden oder fast 2 Stunden Podcast durchgehört hat, wird wahrscheinlich eh einen Eindruck davon haben, dass das auch ein bisschen esoterisch daherkommen kann und ein bisschen philosophisch und auch ein bisschen Arbeit erfordert. Und wer sich davon nicht abgeschreckt fühlt, ist mit dieser Reihe wahrscheinlich gut bedient. Wollt ihr dazu noch was ergänzen? Ich würde sagen, esoterisch hat für mich so ein negatives Geschmäckler, wie man so schön hier sagt. Von daher, ich mag das Wort esoterisch nicht in dem Zusammenhang, aber ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes, sagen wir so. Es ist nicht so dein Standard Shonen-Manga oder sonst wie. Von daher, gib dem einfach mal eine Chance, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie Manga-Kult mit Leseproben auf der Website ist. Es gibt auf jeden Fall von Band 1 eine Leseprobe. Ich bin mir nicht sicher, ob es von den weiteren Bänden auch eine Leseprobe gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die Bibliotheken so ausgestattet sind. Gegebenenfalls müsste man vielleicht mal über Fernleihe oder so versuchen, wenn man sich wirklich erstmal reinlesen will. Von Band 1 gibt es auf alle Fälle eine Leseprobe auf der Webseite. Und wie gesagt, den Anime gibt es ja auch noch, falls jemand sich die ersten paar Bände sparen will, in Anführungsstrichen. Ja, den würde ich auch echt empfehlen. Also wenn ihr sagt, so, oh puh, ich will jetzt nicht irgendwie alle Bände kaufen, vor allem, weil wir jetzt schon echt viel im Podcast darüber erzählt haben, dann holt euch den Anime. Der hat ebenfalls einfach auch noch mal einen visuellen Mehrwert. Der ist echt cool aufbereitet.
und steigt dann eben ab Band 5 oder 6 ein. Das kann man echt machen. Aber wo kriege ich denn dann den her und warum ist der billiger als 5-Bände-Manga? Den gibt es auf Amazon. Ich glaube, auf dem Channel von KSM müsste es ihn geben. Und ich denke, wenn man die Folgen sich einzeln zulegt, könnte es tatsächlich billiger rauslaufen, als wenn ich die Bände kaufe. Das heißt, aber dann müssen wir dafür, die Bände zu kaufen, weil Manga-Kult braucht auch Geld. Ja, okay. Fair enough. KSM kenne ich nicht, aber es klingt für mich so, als bräuchte ich Amazon Prime, um dann noch einen weiteren Kanal. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ah. Aber kann man sich nicht auch Folgen einzeln kaufen? Also geht das nicht auch ohne Prime? Weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ich benutze Amazon dafür normalerweise nicht, deswegen weiß ich es tatsächlich auch nicht. Aber unsere Zuhörenden sind ja auch kluge Menschen. Richtig. Das heißt, ihr könnt das auch selber rausfinden und dann entscheiden, ja, was für euch am besten ist. Gut, Verena, wo und wie finden Menschen dich im Internet, wenn sie dir sagen wollen, Mensch, was für tolle Soundwords du da übersetzt hast? Wenn sie das möchten, können sie mich kontaktieren über meine Internetseite www.verena-maser.de. Da gibt es auch eine Liste von Sachen, die ich sonst noch übersetzt habe. Und es gibt auch Links zu Artikeln und Podcasts und sonst was ich schon gemacht habe. Also wenn jemand alles lesen und hören und sonst was möchte, was ich jeweils zu den Juwelen gesagt habe, das ist die Quelle. Und ansonsten findet man mich ja noch wahrscheinlich auf Twitter, v-arakawa, A-R-A-K-A-W-A. Wir werden sehen, wie lange es diesen Dienst noch gibt. Und ich habe noch keine Ausweichmöglichkeit gefunden, deswegen, Spannende Zeit. Schauen wir mal. Sonst, wenn ihr aus dem Nürnberger Raum seid, dann natürlich beim Comicbuchclub Nürnberg. Ja. Genau, schaut vorbei. Kommt einfach zum Comicbuchclub. Beziehungsweise schreibt einfach die Verena an, dass ihr in den Verteiler wollt. Und dann kommt zu uns. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Absolut. Lena, wo finden Menschen dich und was finden sie dort? Also, ihr findet mich hauptsächlich auf Instagram unter dem Namen Bopolena, B-O-P-O-Lena. Da findet ihr meine Body-Positive-Illustrationen. Gerade mache ich eine Illu-Reihe zum Thema Transgender, also mache ich positive Illustrationen für Transmänner, Transfrauen, Non-Binary und Agender-Leute. Ihr könnt mich auch unter meinem Namen finden, lenadürschal.com oder einfacher bopolena.com. Kommt ihr auf die gleiche Webseite, aber ihr müsst euch nicht meinen Nachnamen merken. Die Webseite wird seit einem Jahr eigentlich im Hintergrund überarbeitet und ich habe es immer noch nicht geschafft, das fertig zu machen. Von daher ist sie noch recht alt, aber man sieht trotzdem ein paar Illustrationen von mir und auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr Kontakt aufnehmen wollt. Wobei Instagram ist einfacher, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Ansonsten habe ich noch einen Patreon-Account, wenn ihr denkt, Mensch, super toll, wir unterstützen jetzt Lena. Dann könnt ihr auf patreon.com/bopolena gehen. Da gibt's auch im Dezember einen Relaunch mit neuen Belohnungen. Das könnte sich also rentieren. Und ich werde Livestreams einführen, Patreon-exklusive. Von daher wird das super cool. Kommt alle zu mir. Sehr gut. Ansonsten kann es gut sein, dass ihr all diese Links auch in den Shownotes von dieser Episode findet. Das verspreche ich jetzt gerade nicht, weil ich das nicht mache, aber Chancen stehen ganz gut, dass da irgendwelche Verlinkungen bestehen. Die diversen Kanäle der Comic-Cookies kennt ihr wahrscheinlich sowieso, wenn ihr uns zuhört. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir haben eine Signal-Gruppe und eine Telegram-Gruppe. Verlinkungen gibt es hier auf jeden Fall auch alle irgendwo zu finden. Wunderbar. Hat mich sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat, dass wir diese Reihe so intensiv besprechen konnten und aus verschiedenen Richtungen und verschiedenen Meinungen beleuchten. Gebt uns da auch gerne Feedback, wie ihr das findet, so eine Intensivbesprechung einer langen Reihe, wo wir auch wirklich mal alle Bände gelesen haben, nicht wie wir es jetzt bei den letzten mit Ranma und Dr. Slump, wo wir wirklich nur ausgewählte Bände gelesen haben.
Vielen Dank, Lena, mal wieder. Bis zum nächsten Mal natürlich. Vielen Dank, Verena, auch vielleicht bei anderer Gelegenheit mal wieder. Gerne. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zu den nächsten Manga Mochi in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Macht's gut. Yay. Bye. Ciao. Adieu.